Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum vierten Tag unseres Mob-Festival-Funks. Wir sind wieder hier beim Filmfestival Max-Uffels-Preis. Zusammen mit dem Saarländischen Rundfunk machen wir hier Internetfernsehen. Jeden Abend live mit den Gästen, die wir hier haben. Und an meiner Seite meine drei wunderbaren KollegInnen, Sonja Marx, Karl Rolzhof und Simin Sadeghi. Ja, was steht heute bevor, liebe Sonja? Was hast du an Gästen? Ich habe heute zwei Filme, einen Spielfilm, einen langen Spielfilm. Bulldog heißt der und ist eine alte Bekannte vom Festival mit dabei, nämlich Lana Cooper. Die hat sogar schon mal einen Siegerfilm, hat sie die Hauptrolle gespielt, Love nämlich Steaks. Love Steaks, genau. Und die ist heute Abend auch da. Cool. Und dann habe ich noch einen sehr schönen kleinen Kurzfilm, Zeitpunkt X heißt der. Mhm. Und Simon Schneider, der Regisseur, wird da sein. Und das fand ich wirklich, der hat mir super gut gefallen. Also auch schon mal jetzt hier der Tipp, ne? In Kurzfilmprogramm 2. Zeitpunkt zwei, ne? X, wenn du das sagst, ist das so. Ich habe nochmal nachgeschaut. Wir sind heute alle Kurzfilmprogramm 2. Ja, genau. Also, weil beziehungsweise Karl hat es mir geflüstert, um ehrlich zu sein. Ja, ist richtig. Und ich habe nämlich heute zwei Kurzfilme aus dem Kurzfilmprogramm 2, und zwar Zaun. Und ich habe heute mal meine Karten mitgebracht, weil ich das alles immer vergesse bei diesen vielen Filmen. Return. Beides sehr, sehr gute Filme. Und ich bin sehr gespannt drauf, weil die Filmschaffenden zu diesen Filmen natürlich auch heute hier zu uns in den Festivalfunk kommen. Und dann können wir die mal schön zu ihren Filmen befragen. Der große Vorteil dieses Jahr im Vergleich zum letzten Jahr, auf jeden Fall, wo das immer nur auf dem Monitor war, nicht wahr, Simin? Genau, ja. Wen hast du? Ich freue mich sehr auf den Dokumentarfilm 4 Sterne Plus. Ein wirklich sehr guter Dokumentarfilm. Ich habe erst gedacht, so, oh, da geht es um ein Krankenhaus, will ich mir das angucken? Ja, will ich. Cool. War super. Und vor allem habe ich ganz viele Fragen dazu, das wird, glaube ich, sehr spannend. Und auch einen schönen Kurzfilm, und zwar Nicht die 80er heißt er. Geht es eigentlich um so eine Dating-Geschichte, aber hat noch einen schwereren Hintergrund, kann man sagen. Ich will nicht zu viel verraten. Hören wir uns nachher an, und das Tolle ist, es ist die perfekte Ergänzung im Grunde, wenn man zu Hause die Filme guckt, danach den Festivalfunk nochmal einschalten, sich unsere Gespräche anschauen, dann erfahren wir vieles mehr. Ich habe auch noch ein paar Gäste heute, beziehungsweise Karl wird auch noch, ja wollte ich gerade sagen, du hast einen. Freue ich mich sehr drauf, weil wir haben uns zwei Festivalpatinnen eingeladen. Auf der Homepage sieht man das immer, wenn man weiter runterscrollt. Ich bin da schon so oft jetzt drüber gestolpert und ich lasse mir das mal erklären, dieses Konstrukt, weil ich das persönlich, ehrlich gesagt, gar nicht kannte. Ich habe davon mal gehört, man kann wohl eine Patenschaft für den Filmpreis übernehmen, beziehungsweise für das Festival. Und das lasse ich mir mal erklären, wie das genau geht, was man dafür machen muss und was man dafür vielleicht auch bekommt. Kannst du auch noch Festivalpate werden? Würde ich nämlich gerne, weil ich kurz... Sollten wir alle drei eigentlich, ja, ne? Ja, also habe ich tatsächlich kurz geliebäugelt. Wir können ja nachher nochmal drüber reden, ob das was für uns ist oder nicht. Sehr gut. Das werden wir jetzt auch gleich mit Svenja und Olli, die schon sehnsüchtig in der Bar warten, dass ich rüberkomme, besprechen. Aber ich wollte nur sagen, ich habe auch noch zwei Gäste. Susanne Braun, Kollegin von uns, die Eröffnung wunderbar moderiert hat und einen ganz tollen Podcast macht, nämlich den Indie-Film-Talk, und den Leiter der Mob-Industry-Veranstaltung, Philipp Laube. Der kommt auch noch zu uns. Also ein volles Programm. Ich verabschiede euch nochmal. Ich glaube, Karl will nochmal in die Maske. Ich glaube. Wow! War das direkt eine Beleidigung? Ich finde das toll. Ich kontere jetzt gar nicht. Ich lasse das einfach so stehen. Das ist nicht mein Niveau, Herr Spöri. Sage Dankeschön und bis gleich, ihr Lieben. Wenn wir Freunde wären, dann würdest du so einen Scheiß gar nicht sagen. Nein, hier unsere beiden Leiter und Leiterinnen des Festivals waren natürlich in der Maske und schön, dass ihr hier seid, wieder altbewährt in der Bar, wie immer der Auftakt dieser Veranstaltung. Und natürlich, ja, wir haben extra einen schönen Weißwein heute mal. Hallo, ich wollte gerade fragen, was gibt's denn heute? Ja, Grauburgunder, ganz fein, von der Mosel. Die Mosel gehört ja auch zum Saarland, wie wir wissen, oder wie ich gelernt habe zumindest vor kurzem. Auf der Fun Fact, ich habe gerade gelernt, dass es ein sehr histaminarmer Wein ist. Auf das muss ich ja leider achten. Ja, da haben wir extra... Nicht sehr schön. Für dich besorgt. Ich bin in der besten Region dafür gelandet. Ne? Die Saar-Mosel-Region ist eine der histaminärmsten. Ich finde es super. Tatsächlich. Wow, ihr wisst ja Sachen, Wahnsinn. Ja, wenn man sich damit plötzlich beschäftigen muss, dann findet man das raus. Ich komme ja aus Mainz und somit rheinhessischer Wein. Ist ja auch einer der... Ich sehr schätze, da ist dann die Säure ein bisschen stärker. Ich wollte gerade sagen, der ist ein bisschen sauer, oder? Ja, nein, sauer ist das falsche Wort. Gottes Willen. Aber jetzt, Dankeschön. Ihr Lieben, erstmal auf Tag 4. Auf Tag Schön, dass 4. ihr hier seid. Svenja und Olli, ja, trinken wir ein Schlückchen. Ja, kein Histamin.
Sehr leckerer Wein, finde ich. Ja, wir haben heute, wir haben schon gehört, wir haben ein tolles Filmprogramm mal wieder. Wir haben die Slots inzwischen, die wir kennen und lieben gelernt haben. Dadurch kann man ja alles gucken, sogar vor Ort. Ein Langfilm zuerst, Bulldog, dann ein Dokumentarfilm, 4 Sterne plus und dann noch das Kurzfilmprogramm 2. Was ist das für ein Tag? Ist das thematisch zusammengestellt oder willkürlich? Nicht wirklich willkürlich, aber jetzt auch nicht komplett eindimensional inhaltlich oder so oder thematisch. Aber ich denke, wenn wer tatsächlich das macht und sich diesen ganzen Tag komplett anschaut, wird glaube ich, durchaus so eine Reise heute bekommen, die ganz spannend ist auf jeden Fall. Ja. Ich finde es ja richtig klasse, dass wir jetzt auch wieder Schauspielgäste hier haben. Heute jetzt zum Beispiel Lana Cooper, die auch kommen wird. Die hat ja schon mal richtig abgeräumt, wurde ja gerade schon gesagt. Ne? Ja, das stimmt. Also Last Dex war ja wirklich 2014 war es, ne? Ich meine, oder 15. Wow. Jedenfalls, das war ja wirklich auch ein Film, der absoluten, wirklich eine ganz große Nummer war und fantastisch eingeschlagen ist, auch beim Filmfest München damals. Und ja, genau, das war ist toll. Das müsste tatsächlich 2014 gewesen sein, denn Fun Fact zu Last Dex, als ja, ich damals an der Filmuni angefangen habe, durfte ich das Testpublikum sein für diesen Film. In meiner ersten Woche haben wir Love Stakes geguckt und hatten dann eine Umfrage dazu bekommen und dann durfte ich Love Stakes einmal quasi als Testpublikum sehen und danach kam man natürlich auch bei Sehsüchte noch vorbei und dann hat er eine schöne Reise übers Filmfest München zu Ofels natürlich gemacht. Deswegen kenne ich diesen Film auf zwei Wegen. Ja, ich finde es auch klasse, wenn so Leute wie Lana halt auch Karriere machen dann. Ne? Also die ist ja jetzt bei Eldorado KDW in einer der wichtigen Rollen dabei gewesen. Macht sowieso, auch, ist sogar fast schon international aktiv. Genau. Mhm. Also das ist ja toll. Ne? Also das ist auch Ofels, so einen Werdegang zu begleiten, oder? Ja, also wenn das, klar, das ist natürlich toll, das zu beobachten und da gibt es ja viele Beispiele und ich meine, das ist so ein Filmfestival, hat halt im Idealfall diese Möglichkeit, dass irgendwie jemand oder eben auch ein Film, ne, so einen Auftritt bekommt, der plötzlich dann von so vielen wahrgenommen wird und eine Öffentlichkeit schafft, die dann weitere Filme nach sich zieht. Und das ist ja auch eine der Aufgaben, so verstehen wir das auch durchaus auch vom Festival, dass wir das natürlich irgendwie pushen, ja. Ja, und ich wollte nur noch ergänzen, was ich auch schön finde. Lana kommt ja auch nicht nur mit Langfilmen, sondern auch mit Kurzfilmen zurück. Und das ist halt einfach auch immer so schön zu sehen, dass die Filmemacherinnen einfach fragen, ne? Und sich Wünsche äußern an SchauspielerInnen und dann sagen, ich möchte dich in meinem Film haben und dann einfach mit einem Skript und mit ihrem Pitch so überzeugen, dass halt einfach super viele tolle Leute immer durch die Bank weg da sind. Total. Max-Ophüls-Preis ist eine Vernetzungsplattform auch, immer schon gewesen, aber ihr verstärkt das noch durch die Mob-Industry. Genau, da hast du heute ja auch unseren wunderbaren Head of Industry, den Philipp, mit dabei und der kann auch nochmal auch deutlicher erzählen, aber uns war das total wichtig. Also als ich dann jetzt auch vor 6 Jahren tatsächlich kam, haben wir auch geguckt, wie können wir das noch intensivieren und dazu bauen, dass natürlich auch die Möglichkeiten da sein sollen und das wäre auch das Schöne ist, es kommen auch so viele tolle etablierte Leute aus der Branche, um eben den Nachwuchs zu gucken, dass wir hier auch dann immer die Chance haben, sie zusammenzubringen. Und da hat sich Philipp mit seinem Team echt ein sehr tolles Mob-Connect-Programm dieses Jahr auch ausgedacht. Er hat auch letztes Jahr mit uns wirklich, er geht schon gut durch dick und dünn mit uns. Ja, da kann er aber sehr schön erzählen, worum es denn geht. Genau, morgen zum Beispiel gibt es wieder ein Speed-Dating. Genau, morgen Donnerstag gibt es nochmal ein Speed-Dating und zwar mit den, wir nennen das Meet the Experts, wo es so ein bisschen darum geht, Produzentinnen auch nochmal vorzustellen und die halt in die Vernetzung zu bringen, nach was für Stoffen gucken die, wer sind sie denn eigentlich auch und wen können wir noch dazu paaren, dass es auf jeden Fall ganz tolle neue Projekte und Geschichten daraus entstehen. Und ein Drehbuch-Pitching erwartet uns auch noch morgen. Genau, und zwar haben wir wirklich seit langen, langen Jahren, und das ist echt toll, mit dem Marktplatz Drehbuch auch immer eine Pitching-Plattform, wo halt Autorinnen ihre Stoffe pitchen können. Und das machen die MFG, also die Filmförderung aus Baden-Württemberg, Saarland Medien hier aus dem Saarland, Hessen Film und Kuratorium Junger Deutscher Film zusammen und präsentieren dann immer bis zu 10 Talente und in diesem Jahr auch wieder das zweite Mal online. Und wir finden es echt schön, dass wir unsere langen Kooperationspartner auch haben und da mitnehmen können. Super. Muss man sich anmelden für?
Tatsächlich ja, da kam eine Einladung vom MFG rum, aber ich bin mir sicher, man kann sich bei unseren Mob-Industry-Leuten auch nochmal melden, dass man dazukommen kann. Um 16 Uhr geht's los. Und was wir hier ja auch immer noch machen, dass wir vielleicht auch nochmal unsere anderen Partner auch nennen können. Arte zum Beispiel ist auch dieses Jahr dabei und wir freuen uns wirklich sehr, denn sie ermöglichen uns, dass wir mittags mit den Filmteams vor Ort Mittagessen gehen können, dass wir auch die miteinander connecten können und vernetzen können. Und da ein herzliches Dank an Arte, die gleich gesagt haben, machen wir mit, finden wir super und unterstützen. Es sagt ja auch viel aus. Alle Sender sind vertreten, die relevant sind. Also das ist richtig toll, was ihr hier habt. Olli, ihr habt auch immer einen Special-Tipp noch, online only, wie du es so schön immer sagst. Was möchtest du unserem Publikum beim Festivalfunk heute als Vorschlag? Ja, heute gibt es als Tipp, dieser Filme, die ausschließlich online zu sehen sind, in der Reihe Mob Watchlist in diesem Fall. Heute wollen wir den Film Stille Post mal vorstellen. Ein Film, der im Hof, glaube ich, Premiere gefeiert hat im letzten Herbst von Florian Hoffmann, der Regisseur. Und dort geht es um einen Berliner Grundschullehrer, der kurdische Wurzeln hat und Bilder aus dem kurdischen Dorf Cizre zugespielt bekommt. Und er glaubt darin irgendwie seine eigentlich verstorben geglaubte Schwester drin zu sehen und kommt also immer mehr da rein, dass er das, was dort in diese Cizre passiert, nämlich dass die türkische Armee dieses Dorf abriegelt, dass er das eigentlich in die deutschen Medien bringen will. Das Interessante, es kommt dann zu einem Punkt, dass er merkt, es interessiert sich niemand dafür und zusammen mit seiner Lebensgefährtin, die halt Journalistin ist, überlegen sie dann, was kann man denn machen, damit sich die Leute dafür interessieren. Und das ist ein super spannender Film, aus mehreren Aspekten auch sehr, sehr, sehr mutig in dem, was er da versucht, Florian Hoffmann, und nicht nur versucht, sondern eben, was ihm da auch gelingt, nämlich tatsächlich diese verschiedenen politischen Ebenen zusammenzubringen, die da drin sind, aus dem türkisch-kurdischen Konflikt und es ergänzt es dann vor allem, sagen wir mal rein auf der filmischen Ebene, mit auch Originalmaterial tatsächlich von damals. Und das ist ja wirklich einer der schwersten Dinge eigentlich, dann wirklich dieses dokumentarische echte Material in die Fiktion so einzubauen, dass das Dokument da nicht verfälscht wird, sondern wirklich, dass beides miteinander verschmilzt und eine glaubhafte Geschichte entsteht. Und auch das ist so ein, dieser filmische Kniff sozusagen, passt eben auch gut rein in so einen allgemeinen Aspekt, den wir in diesem Jahr haben, dass wir in diesem Jahr einen der Schwerpunkte darin sehen, dass wir viele Filme haben und auch gemerkt haben, dass die Filmschaffenden gerade große Lust haben, so Grenzen zwischen den Gattungen zu überschreiten. Also dass nicht dass man im Spielfilm eben dokumentarische Mittel einsetzt und auch andersrum im Dokumentarfilm eher fiktionale Mittel. Und hier Florian Hoffmann hat das eben auf eine echt besondere Art gemacht, also dieses Originalmaterial da einzubauen und einen tollen, spannenden, sehr spannenden Film zu machen. Also das ist unser Tipp heute, Stille Post. Klasse, dass ihr das präsentiert. Und vielleicht muss man noch sagen, die Mob Watchlist, das sind Filme, die euch aufgefallen sind im letzten Kinojahr. Genau, tatsächlich haben wir mit der Mob Watchlist und eben auch der Shortlist sind das unsere Nebenreihen, wo wir auch gesagt haben, es gibt natürlich auch ganz wunderbare Filme, die auf anderen Festivals schon Deutschland und Premiere hatten oder Uraufführung hatten. Und da möchten wir auch so eine kleine Werkschau zeigen, was denn auf den anderen Festivals auch noch an tollen Projekten lief. Und in der Shortlist freut uns auch immer sehr. Da haben wir halt auch die Möglichkeit, Animationsfilme zu zeigen und auch Kurzdokumentarfilme sind da auch immer sehr begeistert und haben auch so einen eher experimentelleren Blog mit den offenen Formen. Da sind wir sehr happy. Und die gibt es als Online-Tickets dieses Jahr bei euch. Genau, Online-Only-Content. Online-Only. Seit Sonntag online. Und kann man auf jeden Fall gut reinstöbern und sich auch einfach nochmal inspirieren lassen. Super. Bevor wir rübergeben, heute wird auch noch ein Gast sein, Susanne Braun. Sie hat die Eröffnung ganz wunderbar moderiert. Auf jeden Fall. Sie macht einen ganz tollen Podcast, über den reden wir auch in die Filmtalk. Aber sagt mal, jetzt so kleines Feedback mit ein paar Tagen Abstand. Wie war die Eröffnung? Die war super. Also sie hat wirklich ganz grandios moderiert, das total toll gemacht und es war ein schöner Anfang, es war ein schöner Start, wo man auch merkte so, Ja. Und ebenso schön persönlich, also sie hat irgendwie ihre Beziehung zum Festival, die ja mittlerweile auch sehr vielschichtig geworden ist, schön eigentlich erzählt und das war ganz wunderbar als Einführung. Wir haben uns da sehr gefreut, dass sie es gemacht hat und tatsächlich der Indie-Film-Podcast ist super spannend. Also, ja. Ja, und vor allem auch, also bei ihr ist es auch immer so schön, weil sie halt mit mir
gleichzeitig angefangen hat, weil sie auch über Bekannte, mit denen ich auch davor gedreht hatte, halt gefragt hat, ob sie jetzt so Lust zu moderieren. Und wir sind, sie haben sie wirklich seit 6 Ausgaben auch dabei. Und sie moderiert jetzt hier ja auch vor Ort auch Kinomoderationen. Und das war wirklich ein Perfect Fit für die Eröffnung. Ja, also finde ich auch super. Das Team hier ist immer ganz toll. Die Kolleginnen sind großartig. Und vor allem dieses Jahr, das Besondere, es sind Kameras, besondere Kameras im Saal 1 des Sinister, die das ins ganze Saarland übertragen in Kinos. Ne? Also das ist wirklich großer Aufwand, den ihr da betreibt. Ja, und wir sind sehr froh, dass das technisch auch so gut klappt und dass wir da gutes Feedback haben. Ne, dass es klappt, genau, zeitgleich, simultan, ne, haben wir gesagt, simultan die Übertragung dieser Q&As, und das ist wirklich eine schöne, funktioniert gut, und da sind wir sehr froh drüber. Und das ist einfach toll, dass man auf diese Form, in dieser Weise, dass wir in dieser Weise so ja, pandemiegerecht irgendwie das machen können. Das ist toll. Super. Und die Kinobetreiber haben auch ihre Gruppe, in der sie sich auch austauschen, und es läuft wirklich. Stand jetzt sehr, sehr gut, was die Technik betrifft. Und das war halt für uns auch so wichtig, ne? Dass wir halt auch etwas finden mit den schönen Dome-Kameras aus Saal 1, dass wir halt wirklich so eine Beteiligung schaffen können und trotzdem kleine, sichere Kinoräume haben. Unsere Patinnen werden nachher davon berichten. Das wird ganz toll. Aber ich will euch jetzt die Chance geben, wie jedes Mal. Hier drüben sitzt unser Filmteam bereits und Sonja, die warten. Möchtet ihr schon mal überleiten? Auf ja. Also genau, wir freuen uns riesig, dass wir dass wir zwei Gäste aus dem Film Bulldog da haben. Über Lana Cooper haben wir ja schon ein bisschen gesprochen. Also Lana, toll, dass du da bist. Und der Regisseur André Schadenings ist da, einer der Absolvent von der IFS ist, Internationalen Filmschule, und wirklich mit diesem Film eine nicht nur künstlerisch eine tolle Leistung gemacht hat, sondern wirklich auch vom allein wirklich mit dem Aufwand, den so hinzustellen, den so zu machen, in dieser Art und Weise, das war, wird er bestimmt gleich erzählen, ein enormer Aufwand und wirklich absoluten Respekt davor, und das ist ein großartiger Film. Danke, dass ihr da seid, und darf ich jetzt an Sonja übergeben? Ja, bitte. Du bist der Chef. Dann übergebe ich jetzt die Runde an Sonja. Dankeschön. Olli, vielen Dank. Das ist ja auch mal was anderes. Ne? Solltest du mal öfter machen. Vielleicht könnt ihr ja auch mal die Rollen tauschen. Also vielen Dank, Svenja und Olli. Ihr kommt wieder morgen, ja? Und wir haben nicht nur die beiden Gäste hier, die Oliver schon gerade vorgestellt hat, sondern auch noch den Julius Nitschko. Hallo, der ist uns zugeschaltet. Hallo Julius, grüß dich. Hallo. Das ist ja voll der Gamerstuhl hier, oder? Ach nee, das sind keine Nee, es ist einfach nur Arbeiten. Okay, ja, nee, ich sehe schon gerade, sind keine Lautsprecher drin, alles gut. Nee. Ja, also, wie gesagt, schön, dass das geklappt hat, wenigstens schade, dass du nicht hier sein kannst. Aber wir können ja, ich sehe schon, das klappt alles, wir können miteinander reden, das ist ja schon mal gut. Das sind so ein bisschen die Erinnerungen an letztes Jahr, als wir nur mit Bildschirmen geredet haben. Aber trotzdem ist auch letztes Jahr irgendwie so ein Band entstanden, und ich hoffe, das funktioniert heute Abend hier auch. Also, Lana Cooper, André Schadenings, schön, dass ihr auch da seid. Und wenn ihr euch fragt, Lana Cooper, ich kenne sie doch. Ja, ihr kennt sie von Mob unter anderem, unter vielem anderen. Jetzt ganz neu war im Fernsehen die Kudamm-Geschichte. Ah, sag doch mal eben den Titel. KDW? Genau. Genau, KDW. Genau, das ist an. Ich hoffe mal, dass es an ist. Wenn du reinsprichst, wird es hoffentlich funktionieren. Ja. Genau, aber beim Max-Ophüls-Preis warst du auch schon mal? War ich auch schon mal, ja. Genau, und zwar sogar beim Siegerfilm 2014, Love Stakes. Aber da warst du gar nicht hier. Da konnte ich leider nicht. Ich weiß gar nicht mehr, warum. Ja, aber der Film hat gewonnen da, und Looping war, ich glaube, 2016 oder 17. Also gedreht wurde er 2016, dann war er wahrscheinlich 2017 hier. Mhm. Und jetzt spielst du, da hast du eine Mutter, eine junge Mutter gespielt. Und in dem Film jetzt wieder eine Mutter. Stimmt, ja. Ja, und das Kind ist hier ein bisschen größer. Ich bin ja auch ein bisschen größer. Aber trotzdem, ihr seid nicht weit auseinander in dem Film. Ganze 15 Jahre. Erzähl mal, was ist das für eine Beziehung? Eine sehr symbiotische, co-abhängige Beziehung, würde ich sagen. Und die Mutter hat den Sohn auch sehr früh bekommen, und das intensiviert natürlich auch deren Co-Abhängigkeit sehr. Also eigentlich war Toni, so heißt die Figur, die Mutter, die ich spiele, auch selbst noch ein Kind, als sie ihn bekommen hat. Also genau.
Und das merkt man auch in dem Film. Ganz am Anfang habt ihr sowas Spielerisches. Es fängt an mit so einem Versteckspiel. Und ich habe jetzt gerade noch mal von einer Kollegin, oder nee, die Simin sagte mir, sie hat mit einem Kollegen gesprochen, der sagte, ich habe total lange nicht verstanden, dass die gar keine Beziehung haben, dass die gar kein Paar sind, sondern dass sie die Mutter ist. Und das musste ich erst mal drauf kommen. Also wenn man die Synopsis nicht vorher liest, dann braucht man auch so, braucht das auch so seine... War auch ein bisschen so gewollt. Ja, genau. Ja. Weil ihr habt ja auch körperlich so eine sehr nahe Beziehung. So, ne? Also mit viel Kuscheln und Umarmen und ihr schlaft im gleichen Bett in diesem Film. Und das ist dann doch schon sehr, sehr eng. Ja. Und... ja, also vielleicht gucken wir uns einfach mal einen Ausschnitt an. Ja. Genau, und da würde ich sagen, nehmen wir doch mal den Geburtstag von Bruno, so heißt nämlich der Sohn. Und was ich vielleicht vorher noch sagen muss, vielleicht achtet ihr mal drauf, wie so diese Beziehung von den beiden sich allein schon in diesem Ausschnitt wandelt. Gucken wir mal. Was machst du hier, hä? Hä? Happy birthday to the most beautiful son all over the world! Dachtest, ich hab's vergessen, ne? Ja, dachte ich. Husten. Alles Gute, mein liebstes Herzblättchen. Ich wünsche dir, dass du ganz glücklich bist. Der glücklichste Sohn. All over the world und dass all deine Träume in Erfüllung gehen und dass alles so bleibt, wie es ist und dass du der Glücklichste bist auf der Welt. Bin ich das schon. Oh. Warte. Und da sind irgendwie auch so zwei große Kinder unterwegs, ne? Also... Du hast es auch am Anfang erstmal so ein bisschen in der Schwebe absichtlich gelassen, wie deren Beziehung so ist. Genau, ich wollte das nicht von Anfang an erzählen, quasi, dass das Mutter und Sohn sind, aber diese Szene ist bei Minute 10. Also ab da habe ich dann gedacht, muss man den Zuschauer einweihen, weil sonst würde man ihn, glaube ich, verlieren, wenn man es erst bei Minute 40 erzählt, dass er quasi der Sohn ist von ihr. Ja, man merkt ja ganz am Anfang, da hat er schon noch einen ganz anderen Ton drauf. Ne? Was geht denn hier? Ne? Also er ist auch schon ganz am Anfang... Derjenige, der sagt, wo es lang geht, der den Hut auf hat, eigentlich ist die Mutter so das Kind, ne? Anfang. Genau, das war komplett beabsichtigt. Und ich mag einfach auch Figuren, die man eigentlich am Anfang des Films, und wir hatten am Anfang Testscreenings gemacht, um zu gucken, ob das funktioniert. Ich mag Figuren zu erzählen, die man so erstmal nicht mögen würde, wo man sagt, ich kann mit dem Jungen überhaupt nichts anfangen. Und dann im Laufe des Films kommt man aber immer näher an diesen Menschen ran und versteht ihn am Ende. Und in den ersten Testscreenings war das noch nicht so, als wir dann quasi den Rhythmus noch nicht gefunden hatten. Aber als wir dann den Rhythmus hatten, schrieben die Leute dann, am Anfang mochten wir die Figur nicht, aber am Ende haben wir total den Schmerz gefühlt und sind total mitgegangen. Und das war eigentlich das, was ich machen wollte. Wie ist dir das denn gelungen, den dann so, ich sage jetzt, negativ ist vielleicht schon zu viel, aber eher als so ein bisschen, naja, man hat erstmal so eine Distanz. Wie hast du das geschrieben? Hast du da lange gefeilt am Dreh? Ich glaube bewusst, also ich glaube, die Entscheidung war von Anfang an, dass ich das komplett aus seiner Sichtweise erzähle. Man sieht ja wirklich keine Szene, wo er nicht dabei ist. Und ich glaube, das hat extrem geholfen, dass man irgendwann so der Zuschauer oder die Zuschauerin werden quasi so eins mit ihm. Und ich glaube, das war eigentlich eine formelle Frage dann. Und ich glaube aber auch beim Schreiben hatte ich die ganze Zeit das Gefühl so, dass ich irgendwie diesen Jungen... Ich konnte das nachempfinden, wie der sich fühlt und ich konnte auch irgendwie, ich hatte dann einfach das Gefühl, ich kann das erzählen und das funktioniert hinterher. Und in dieser Schlafzimmerszene, die Nacht davor quasi, ist ja das für mich der Moment, wo der Zuschauer so das erste Mal bei ihm ist, nachdem man gesehen hat, was die beiden für eine innige Beziehung haben und plötzlich liegt die Mutter mit Toni mit Hannah zusammen auf der Couch. Und ich finde, das ist der Moment, wo man dann merkt, okay, irgendwie bekomme ich langsam Mitleid mit ihm und fühle mit. Mhm. Ich frage mal den Julius, wie war denn das? Hast du den irgendwie unterschiedlich gespielt oder war das immer der Bruno? Oder hast du am Anfang auch so ein bisschen darauf geachtet, dass du so ein bisschen was Rafferes oder was Unsympathischeres mit reinlegst?
Das bringe ich einfach schon von Natur aus mit. Das Unsympathische. Weil André mich besetzt. Nee, also man muss dazu sagen, dass André den ganzen Dreh für mich sogar ein ganzes Weilchen verschoben hatte, weil ich ein anderes Projekt angenommen hatte, was in denselben Drehzeitraum gefallen ist. Das heißt, André hat das ganze Buch auch schon für mich irgendwo auch geschrieben. Und da bin ich sehr dankbar bis heute und bin sehr glücklich, dass wir da irgendwie unsere Wege da gekreuzt haben, weil wir auch inzwischen sehr gute Freunde geworden sind. Allgemein jetzt auch mit Lana, wir sind echt ziemlich zusammengewachsen bei diesem Projekt. Es gab Höhen und Tiefen, es ist halt immer noch ein Abschlussfilm, das heißt, die Bedingungen waren jetzt nicht unbedingt so, wie man sie an dem professionellsten Set kennt. Wir sind alle an unsere Grenzen gekommen, wir haben echt einen fetten Marathon gehabt. Ich glaube, wir haben teilweise Tage gehabt, an denen hatten wir 12 Szenen. Dementsprechend, und es war kalt, es war gar nicht so warm, wie es aussah. Das heißt, es war manchmal auch einfach frustrierend und wir mussten auch, glaube ich, 2, 3 Szenen, sogar 2 oder manchmal sogar 3-mal drehen, weil es einfach nicht funktioniert hat, so wie wir uns das vorgestellt haben. Das ist wiederum wieder der Freiraum, den man hat, wenn man eben in einem familiären Team dreht, wo alle eben bereit sind, sich auch so ein bisschen aufzuopfern und über die Grenzen hinauszugehen. Dementsprechend, wir haben sehr viele verschiedene Varianten von Bruno, glaube ich, erlebt während des Drehs. Und André hat sich das genommen im Schnitt am Ende, was er gebraucht hat. Und das hat er sehr gut gemacht. In jeder Szene drin zu sein, wie anstrengend ist das? Oder ist es auch geil? Es hat alles Vor- und Nachteile. Für mich war das ja mein erstes Projekt in der Hinsicht, wo ich wirklich als Rolle komplett alleine tragen durfte. Und wirklich nur, also Lana als meine Mutter natürlich auch eine mega wichtige Rolle gespielt hat. Und auch Karin und alle anderen, die einfach dabei waren, mir natürlich wahnsinnig viel Halt gegeben haben in den Szenen. Aber es war dadurch, dass halt, selbst wenn es nur eine Overshoulder ist in den Sonnenuntergang oder so, irgendwie ist man immer dabei und die Tage werden natürlich lang. Man muss jeden Morgen wieder fresh sein. Und es war, ich glaube, wir hatten sogar 3 Krankheitsfälle im Team und wir waren ein kleines Team. Dann mussten wir nochmal mit kleinerem Team drehen, dann durfte ich auch nicht krank werden. Das heißt, es war wahnsinnig anstrengend, aber es war es am Ende wert, auch wenn nicht zwischendurch. Und ich glaube, wir alle und auch vor allem André, der noch nicht nur den Dreh selber, sondern auch noch in der Postproduktion und davor in der Vorbereitung wahnsinnig viel Stress hatte, weil es halt immer nicht alles einfach ist. Dementsprechend, es waren viele, viele Erfahrungen, die man gesammelt hat und die einen, glaube ich, nur stärker gemacht haben. Und jetzt haben wir einfach noch mehr Bock, noch mehr geilen Scheiß zu machen. Das ist so, glaube ich, das, was dabei rumgekommen ist. 14 Tage habt ihr gedreht für einen 95-Minuten-Film. Das war schon ganz schön stramm. Seid ihr da so richtig mit einem genauen Plan und alles so genau abgedreht? Wie organisiert bist du da reingegangen? Also es musste einfach vorher gut organisiert sein. Also die ganzen Sets standen immer schon. Wir hatten Glück, dass wir die 3 Monate vor dem Dreh aufbauen konnten und stehen lassen konnten. Und wir hatten einen kompletten Drehplan, sonst wäre das nicht gegangen. Mhm. Und wir waren aber einfach unglaublich schnell, dadurch, dass wir ein kleines Team hatten. Wir waren manchmal irgendwie abgedreht eine Stunde vorher und haben dann einfach noch Szenen aus dem nächsten Tag schon vorgezogen. Mhm. Und das ging eigentlich sehr gut. Also du hast auch Kamera gemacht, ne? Ja. Ja. Und, visuell ist das ja sowieso, du hast auch Werbefilme schon gedreht, auch mit Julius zusammen, für eine große deutsche Automarke. Das war ein Spec-Commercial und zwar langweilig. Ah, das war so, fake, okay. Aber das sah geil aus. Wir wollten mal Werbung faken. Sehr schön. Werbung für Werbung machen. Nee, also André ist einer der begnadetsten Kameramänner, die ich kenne. Und aber hätte man echt so senden können, oder? Also das ist rein optisch, war das schon mal mega. Total. Und das haben wir zu zweit gemacht. Normalerweise brauchst du ja ein Team von 10, 15 Leuten dafür. Ne? Also wir haben die Sets selber aufgebaut, wir haben ein anderes Studio gedreht. Und, bis auf die Carshot. Bis auf die Outshot, das stimmt, ja. Aber dann bist du doch garantiert auch mit so einem visuellen Konzept da dran gegangen. Und das ist ja alles so ein bisschen, man hat es eben gesehen, so dieses Gegenlichtige, was ich übrigens in einem anderen Spot für einen großen Bekleidungshersteller auch irgendwie schon wiedererkannt hat. Wie sollte das der Film aussehen? Was war so dein Konzept dahinter? Ich mag einfach, also bei meinen eigenen Filmen, ich mag es einfach, wenn die bunt sind, wenn die irgendwie lebendig sind, dynamisch einen mitreißen. Und das suche ich auch in den Bildern eigentlich. Das ist für mich das Wichtigste, weil ich möchte keine, das ist ja eigentlich ein trauriges Thema, was wir erzählen. Und ich möchte das nicht auch noch so verpacken und dann auch noch quasi alles ist grau. Die Geschichte ist grau, das Bild ist grau. Das war von Anfang an klar, das möchte ich auf keinen Fall erzählen. Ich möchte einen bunten Film erzählen. Es soll irgendwie auch schöne Momente geben, weil wir sehen den ganzen Film aus der Sicht des Jungen.
Und für ihn ist das in Ordnung. Für ihn erlebt er am Anfang erstmal das Leben, was er sich wünscht. Auf Ibiza, ne? Also genau. Warum da? Für mich war das immer so spannend, eine Abhängigkeit auf einer Insel zu erzählen. Das ist so, die beiden hängen auf einer Insel fest und ich finde, das passt super zu Tonis Leben, die einfach, sieht man ja auch im Film, ständig, wenn irgendwas nicht passt, gehen wir woanders hin, dann gehen wir dahin, die irgendwie nie fest an einem Ort gelebt hat. Das war so für mich irgendwie das Bild und das hat funktioniert. Gucken wir doch noch mal kurz rein, auch was das Wechselspiel von Beziehungen angeht. Da ist auch eine schöne Szene, wo eben Hannah in dein Leben, also in das Leben deiner Filmfigur, aber vielmehr noch in Brunos Leben tritt. Und wie er das irgendwie so aufnimmt und wie das so den ersten Riss oder das erste Kippen in dieser Mutter-Sohn-Beziehung zeigt. Und genau, gucken wir uns jetzt einfach mal an. Echt? Ja, warum? Ja, ich habe den mit 15 bekommen. Naja, wilde Zeit. Wie lange bleibst du? Weiß ich noch nicht. Ich könnte mir frei nehmen. Nämlich im Hotel. Wieso denn? Für dich? Für mich? Ja. Sag mal hallo, das ist voll unhöflich. Sanna! Hallo. Hi. Ich kann dir auch mal die Insel zeigen. Das fand ich schön, vielleicht. Ja, ich glaube, ich bleib noch ein, zwei Wochen. Ist das okay? Es ist schön hier. Ich habe jemanden kennengelernt. Also es ist ja definitiv so ein SchauspielerInnenfilm, also weil das ja ganz viel um Nuancen geht, um Blicke und weil es auch ganz viel darum geht, wie diese Beziehung kippt und sich umdreht und dann nochmal wieder sich verändert und so. Du hast ja selber mal Schauspiel gelernt oder so ein bisschen angefangen, also ich habe es probiert, dann, könnte genau. man Hilft das dann, also wenn man das zumindest mal so reingeschnuppert hat bei Schauspielführung in so einem Film? Es hilft auf jeden Fall, weil man sieht, wie sich das anfühlt. Ne? Und ich habe dann ganz schnell gemerkt, dass das nichts für mich ist. Und ich habe das auch von außen relativ schnell gespiegelt bekommen, dass ich besser was mit der Kamera machen sollte. Aber merkt man das, Lana, als Schauspielerin, dass da jemand ist, der das auch mal so ein bisschen von der anderen Seite gesehen hat. Wie hat er das gemacht, die Schauspielführung? Sehr geduldig und unaufdringlich und eher so im Zusammenschauen. Also wir haben uns oft zusammengesetzt und haben zusammen darüber gesprochen und überlegt, wie wir das jetzt lösen können, wenn es ein Problem gab. Ja. War das ein sehr ausgefeiltes, sehr genaues Drehbuch oder habt ihr auch Sachen improvisiert? Also wir hatten Impro-Szenen, aber wir hatten 90 Seiten Drehbuch. Ich glaube, die einzige Full-Impro-Szene ist die am Ende in der Industrieküche. Da gab es andere Szenen, die das quasi erzählen sollten und dann hatten wir diese Küche gesehen. Und vor Corona konnte man dann auch einfach noch sagen, können wir jetzt in diese Küche und da was drehen? Und haben sie uns da drehen lassen. Das war eine Voll-Impro-Szene und ansonsten habe ich immer gesagt, sagt die Sätze nicht so, wie es da steht, sagt so, wie sich das authentisch für euch anfühlt und haben uns dann so quasi, ich habe ja dadurch, dass ich selber Kamera gemacht habe, konnte ich halt auch intuitiv reagieren, wenn sie etwas gemacht haben, was nicht im Buch stand und musste quasi nicht den Weg darüber gehen über einen Kameramann und dann beim zweiten Take das einzufangen und genau, es ist also so eine Mischung, aber der Film war schon so in der Dramaturgie, wie wir ihn jetzt haben, ausgeschrieben. Und dann war da ja noch was,
was eigentlich gar nicht so direkt auffällt, also mir jedenfalls nicht. Ich habe es dann erst als im Interview mal, als ich noch ein anderes Interview mit dir gehört habe, der ist ja wirklich, Julius ist ja in diesem Kammerspiel, was es ja mehr oder weniger ist, obwohl es natürlich auf der Insel und auch viel draußen spielt, ist ja Julius umgeben von queeren Menschen. Eigentlich nur, er ist so der einzige definitiv heterosexuelle Mensch in dem Film. Und das ist ja eher so nebensächlich. Genau. Warum hast du es trotzdem so gemacht? Warum hast du dich für die queeren Personen entschieden? Weil als ich in den 90ern aufgewachsen bin, gab es immer nur Filme, in denen es queere Menschen gab, über die man sich lustig gemacht hat. Oder die ein Problem mit ihrer Sexualität oder ihrer Queerness hatten. Und ich finde, es ist Zeit für Filme, wo es einfach ganz normal ist. Und es gibt Figuren, die sind queer, aber das ist nicht das Problem von ihnen. Und das war mir irgendwie wichtig, dass wenn wir quasi so eine Geschichte erzählen, dass wir nie eigentlich darüber, ich glaube, Bruno sagt einmal, bist du jetzt lesbisch oder was? Mehr, sonst reden wir nie davon. Und das war mir super wichtig, dass man nicht das Problem da drin sieht. Das war ja auch mehr so, um seine irgendwie so eine Aggression oder irgendwie so eine Konfrontation irgendwie nochmal loszuwerden. Wie wichtig ist es denn, dass dann auch queere Menschen die Figuren spielen? Naja, ich bin der Meinung und ich finde, wir müssen dahin kommen, dass jeder alles spielen kann. Aber ich finde es halt nicht in Ordnung, dass momentan oder bis jetzt und in der Werbung noch viel krasser als beim Spielfilm, soweit ich das beurteilen kann, ganz oft eben gesagt wird, den können wir nicht besetzen, der ist zu schwul. Mhm. Und ich finde, solange das noch so ist, finde ich es wichtig, dass wir auch queere Leute besetzen. Aber Moritz Fürmann, der den Chef spielt, ist zum Beispiel nicht queer in echt. Mhm. Deswegen, also ich finde, wir müssen dahin kommen, dass jeder alles spielen kann. Mhm. Aber halt in beide Richtungen. Lana, du hast ja auch bei dieser Aktion von der Süddeutschen mitgemacht, bei Act Out. Mhm. Wie wichtig war dir das und hat das was verändert für dich? Nee, tatsächlich gar nichts. Also es war jetzt, glaube ich, nie so ein Geheimnis. Ich habe allerdings aber auch so Anfeindungen nicht verspürt, also in meinem Werdegang. Also weder als ich meiner Mama gesagt habe, dass ich jetzt eine Freundin habe, noch im Umfeld, in meinem Freundeskreis. Also ich komme aus Hamburg und bin so relativ schnell in so eine queere, sehr offene Szene geraten, wo es sowas wie Hänseln und so, ich weiß, ich habe das irgendwann mal mitbekommen, in der Schule gab es eine lesbische Person und die wurde gehänselt, das weiß ich noch. Aber da wusste ich noch nicht, dass ich auch Frauen mag. Ich dachte immer so, oh, die sind ja gemein zu der. Aber ja. Aber ich finde, das ist das Problem. Man raubt halt den Leuten, heterosexuelle Menschen können einfach ihre Sexualität in ihrer Geschwindigkeit her. Sie können sich langsam rantasten. Und bei mir war es auch so, dass man in der Schule gehänselt wurde. Und dann kriegt man gesagt, hey, du bist schwul, bevor man das eigentlich selber weiß. Ja, okay. So, und das ist halt eigentlich das Problem. Und so auf beruflicher Ebene ist es ja so, dass heterosexuelle SchauspielerInnen auch sagen können, ich spiele jetzt mal einen Schwulen, ich spiele jetzt mal eine Lesbe, aber umgekehrt, wenn man dann irgendwie erstmal so da steht, ja, also ich hatte dann auch, wird's schwieriger. Ja, ja, also ich hatte auf jeden Fall, also mein Erscheinungsbild ist ja jetzt nicht so püppi, ich will jetzt auch nicht gemein werden oder so, aber ich habe schon gemerkt, dass sich jetzt auf jeden Fall was ändert, also dass mir jetzt auch Rollen angeboten werden von Müttern, ganz, ganz normalen Frauen, die irgendwie, also ich habe schon, es wurde mir sogar auch gesagt, es war auch so, dass ich besetzt wurde von der Regie, aber die Redaktion gesagt hat, nein, Lana Cooper, die ist irgendwie, die können wir nicht greifen, die ist so merkwürdig, die ist so, weil die RedakteurInnen in ihrem Umfeld, das hat mir ein Regisseur erklärt, in ihrem Umfeld nicht, die haben nicht irgendwelche Frauen, die Baggy Pants tragen und mal die Haare sich irgendwie blau oder rosa färben oder so. Und reicht das schon, wenn die kurz sind meistens, also das ist ja... Also, wenn die Haare kurz sind. Ja, ja, wenn die Haare kurz sind. Und man, das ist ja auch ja, schon... Keine Ahnung. Also auf jeden Fall tut sich da tut sich schon was. Ja. Ja. Ist also bei dem ganzen, wenn man den ganzen Film so nimmt, jetzt haben wir noch gar nicht über die Produktionsschwierigkeiten gesprochen. Wir haben über die Story gesprochen, und allein die Story, da gibt es ja schon so viele Aspekte. Da hat man die junge Mutter, da hat man dieses Beziehungshin und Her, da hat man auch so ein Dominanzproblem, auch mit dem Chef, auch so fast schon so eine MeToo-Geschichte, wo Dominanz ausgelebt wird. Es geht um prekäre Arbeit und prekäres Leben. Aber was ist denn für euch so das Wichtigste an diesem Film? Was ist das, wo ihr sagen würdet,
darum geht's oder das ist mir an dem Film am wichtigsten? Also mir war am wichtigsten, eine emotionale Geschichte zu erzählen irgendwie. Das ist oft das, was ich im deutschen Kino, natürlich es gibt Ausnahmen, aber oft vermisse, dass ich diesen emotionalen Zugang vermisse, dass mich das wirklich berührt. Und das war das Wichtigste für mich eigentlich, dass ich mitgerissen werde und mit dieser Figur mitgehe. Bei euch, wenn ihr den jetzt so seht? Also ich finde das Thema Co-Abhängigkeit wahnsinnig wichtig. Und ich habe also ich selbst das auch erlebt und in meinem Umfeld das auch erlebt, dass Kinder oft also in so eine Co-Abhängigkeit mit ihren Eltern geraten oder Oma oder Opa. Das ist so ganz schön, also psychologisch ganz schön gefährlich werden kann sogar, also in so menschlichen, zwischenmenschlichen Beziehungen. Diese Co-Abhängigkeit ist ja auch wahnsinnig toxisch. Und da wieder rauszukommen emotional, sich da zu lösen und vor allem, wenn es ein Familienmitglied ist, ist natürlich viel härter, als sich von einer Bekannten oder von einer Freundin oder so zu trennen emotional, weil es dann einfach, die Familie ist. Und sich daraus zu lösen, ist schon eine Nummer härter. Julius, was sagst du? Ja, ich kann mich da nur anschließen. Also es geht vor allem um das Zwischenmenschliche, auch um einfach vielleicht mal wieder zu zeigen, dass man mit wenig Mitteln interessante und spannende und vielleicht auch ergreifende Geschichten erzählen kann. Ja, es war jetzt nicht irgendwie, wir hatten keine riesen Materialschacht, keine riesen Locations, nicht tausende Komparsen und trotzdem, finde ich persönlich, greift diese Geschichte so unfassbar an dem, was man selber vielleicht kennt und schon erlebt hat. Das war mir besonders wichtig, weil ich eben auch das Gefühl habe, um mich da auch André wieder anzuschließen, dass in Deutschland oft sehr viele Szenen sehr zweckgebunden sind. Man hat immer das Gefühl, okay, wir müssen jetzt das und das erzählen, um da und da hinzukommen. Aber manchmal funktioniert das Leben nicht so. Manchmal erleben wir einfach Dinge und fühlen einfach etwas und das macht was mit uns. Und das muss nicht immer alles einen Grund haben. Und deshalb fängt dieser Film, glaube ich, sehr schön ein. Und deshalb mag ich auch die Farben, die André ausgewählt hat, dieser Kontrast zwischen, das Leben kann schön sein und trotzdem verwirrend und trotzdem auch schlimm. Es ist nicht immer alles schwarz-weiß, es ist viel dazwischen. Und gerade auch wieder, um nochmal Bezug auf diese ganze Queer-Thematik zu nehmen, auch das in diesem Film wieder aufgegriffen zu sehen, finde ich mega wichtig. Das ist so, ja, einfach was Buntes erzählen, was Buntes, Ergreifendes zu erzählen, was irgendwie dem Zuschauer hängen bleibt und auch zum Nachdenken anregt. Das war so mein größtes Ziel dahinter und ich glaube, das haben wir ganz gut geschafft. Ich glaube das auch. Also ich finde, das war eine ganz gute Beschreibung von dem Film. Könnte ich jetzt nicht besser machen, mache ich jetzt auch nicht besser, weil wir sind schon viel zu lang. Also Bulldog, absolut sehenswert, finde ich. Und da sitzen schon zwei bei Karl, die wahrscheinlich schon total neugierig sind auf den Film oder vielleicht schon gesehen haben. Ich weiß es nicht, aber Karl wird es jetzt wahrscheinlich rauskriegen. Vielen Dank euch und ihr macht jetzt weiter. Genau, bei mir sind Marion Bredebusch und Heike Wendorf, echte Festival-Fans. Und zwar so weit, dass ihr beiden auch eine Festival-Patenschaft übernommen habt. Was das genau heißt, das klären wir gleich. Aber jetzt ist auch so ein bisschen die Gelegenheit, von Festivalseite mal ein bisschen was zurückzugeben. Das heißt, ich darf auch an die teuren Dinge in der Bar gehen, also wenn ich euch was anbieten darf. Wir haben hier, glaube ich, einen Grauburgunder offen. Wir haben aber auch Cremant da, wir haben Bier, wir haben Wasser, wir haben Rotwein, also alles, was ihr wollt. Grauburgunder ist perfekt. Grauburgunder ist schon mal gut. Heike, du? Gerne ein Cremant. Ein Cremant, jawohl. Das ist so ein bisschen das Glamour-mäßige. Also habt ihr es erkannt hier? Ne? Es ist wie Lolas Bistro, ist, ja. Diese, ist die Kulisse. Von da, dass wir so ein bisschen... Mega, und ich komme mir sehr vertraut vor, weil so Gitterboxen macht eine Kundin von mir. Also von daher... Hast du schon gleich ein heimeliges Gefühl. Einmal ja, für dich der Grauburgunder. Jetzt suchen wir mal noch schnell den Cremant. Da haben wir hier oben welchen, aber... Nehmen wir mal den hier. Ja, der ist schön kühl. So, wir wollen über die Festivalpatenschaft sprechen, die ihr beide übernommen habt, neben vielen anderen Saarbrückerinnen und Saarbrückern oder auch Saarländerinnen und Saarländern. Marion, du bist jetzt schon mit einem Getränk versorgt. Erklär uns mal ganz kurz, was eine Festivalpatenschaft beim Filmfestival Max-Ophüls-Preis ist. Im Prinzip sind wir so Mini-Sponsoren und Sponsorinnen, würde ich sagen. Wir zahlen einen Betrag und kriegen dafür ganz viele tolle Erlebnisse, also Mega-Erlebnisse, weil wir sind ganz nah dabei. Wir haben Empfänge, wir sind bei allen Empfängen dabei, wir kriegen... Ja, super gut, kommen wir an Kinotickets. Wir sind beim Eröffnungsfilm normal im Hauptraum. Diesmal waren wir in einem ganz speziellen Raum bei dieser Eröffnung, aber alle Paten und Patinnen und kriegen dann auch einen Wein, genau wie bei dir. Also es ist dieses Glamour-mäßige, was dies Jahr durch dieses hybrides Format nicht ganz so da ist, das kriegt man mit. Wir sind ganz nah dran. Vor 2 Jahren kannte ich wirklich jemand aus dem engsten Filmteam von...
von dem Eröffnungsfilm und das war mega. Das war der Regisseur, also war quasi jemand, der als Regisseur für meine Kinder in der Waldorfschule hier in Saarbrücken da ein 12-Klass-Stück mit denen eingeübt hat und dadurch kannte ich den total gut und er hat gesagt, komm hier zu und komm, setz dich hier hin und dann war ich da wirklich beim Kernfilmteam vom Eröffnungsfilm und das sind einfach so mega Erlebnisse und Gespräche und Erinnerungen, die ja sonst gar nicht so möglich sind. Vielleicht schon zufällig beim Lulas Bistro, auch bei der Abschiedsparty, da lerne ich auch schon immer interessante Menschen kennen. Aber so durch diese Empfänge ist es wirklich mega schön und macht Spaß. Es ist einfach so ein Spaßfaktor. Und ich finde, dass Saarbrücken, die Filmemacher sagen ja immer, es ist mehr als die Berlinale, das Ophüls Festival. Und hier die Stadt lebt das oder ich und andere leben das. Also meine Kinder, mein Sohn will zum Beispiel Schauspieler werden. Ich weiß nicht, ob das damit zu tun hat, dass wir auch immer junge Schauspieler und Regisseure bei uns wohnen hatten. Mit einem bin ich auch wirklich dick befreundet, mit dem Jakob Deutsch aus Hamburg. Den habe ich auch in Hamburg besucht. Also wir haben ja gerade gehört, hier, sie kommt aus Hamburg, die Schauspielerin. Also Schanzenviertel, das ist einfach auch nochmal eine ganz andere Welt. Also man merkt, du sprudelst regelrecht, du bist ein richtiger Festival-Fan. Jetzt lass uns einmal ganz kurz also auf eure Patenschaft anstoßen. Danke, Karl. Heike. Und, Marion, wir haben es bei dir schon rausgehört, du bist schon ein bisschen länger dabei. Das Konzept der Festivalpatenschaft beim Ophüls-Preis gibt schon ein paar Jährchen. Ja. Du bist etwa seit dem Anfang dabei. Du hast jetzt, Heike, gerade erst, glaube ich, die Patenschaft abgeschlossen, ne? Genau, das erste Jahr. Und bei mir war Corona mit ein Ausschlaggeber. Ja. Also ich habe irgendwann mal letzt nachgerechnet, das muss 1985 gewesen sein, wo ich das erste Mal zufällig in das Max-Ophüls-Festival im Kamerakino reingeraten bin. Seit den Nullerjahren regelmäßig dabei mit Festivalpass und allem und dann auch die Partys. Das ist ja das, was das Festival ausmacht, die Gespräche, die man führen kann. Auch den Mitternachtstalk immer in der ersten Reihe, damit ich die Fragen stellen konnte. und dann kam halt Corona und es war nicht nur, also von euch hat man am wenigsten gehört, aber man hat ja drumherum gehört, dass es gerade für die Kunst, gerade für Kultur, das sind ja die hinten runtergefallen sind. Vor allem auch die Menschen, die meistens ja die Filmemacherinnen und Filmemacher sind, die am Anfang ihrer Karriere stehen, die noch keinen Festvertrag haben, die darauf angewiesen sind, irgendwie ihr Geld, ihre Miete bezahlen zu können. Dann habe ich gedacht, wenn wir hier vor Ort schon so was Geniales haben und ich glücklicherweise als Saarländerin hier im Saarland in der Position bin, dass ich ein vernünftiges Einkommen habe, durch Tarifvertrag abgesichert, wo ich sagen kann, boah, das, ja, Urlaub machen kann man im Moment eh nicht, dann kann ich mir das leisten, das ist schöner wie jeder Urlaub. Dann möchte ich gerne ein bisschen was zurückgeben und dann die Patenschaft übernehmen. Das ist auch tatsächlich ein wichtiger Beitrag, weil so ein Festival natürlich auch gegenfinanziert sein muss. Und es ist auch umgekehrt natürlich irre wichtig für die jungen Filmschaffenden, dass es stattfindet, weil ja die ganze Branche, wie du angesprochen hast, eben schon stark leidet. Umso wichtiger ist es, dass die Filme trotzdem eine Bühne haben und eben trotzdem diese Festivals wie das Max-Ophüls-Festival stattfinden können. Jetzt hast du den Punkt Geld schon selber angesprochen. Es ist letzten Endes eine Spende, die fängt, ich glaube, bei 500... Fester Betrag. 550 Euro ist der Beitrag. Ich bin letztes Jahr zum Beispiel mal ausgestiegen, das sage ich ganz offen, weil ich selber als Selbstständige, anders als Heike, von Corona betroffen war und ein Crowdfunding-Projekt für mich gemacht habe und habe dann gemerkt, das verstehen die meisten nicht. Viele Künstler und Künstlerinnen machen auch selber Crowdfunding, bei einer Wirtschaft versteht das niemand. Und so habe ich auch im Saarland eine Initiative gegründet, die nennt sich Aufschwung, wo dann quasi die Firmen, die Geld haben, auch unabhängig jetzt von Ophüls, den Firmen und ganz viele Kreativwirtschaftsmenschen sind eben dabei Geld geben, die kein Geld haben. Also da versuche ich mich auch über Ophüls und Patenschaft noch darüber hinaus zu engagieren. Also Netzwerken ist, man merkt das ja schon, das ist dein Business auch so ein bisschen, ja. Wobei man kann auch mehr überweisen. Also es wurde sich auch nicht gewehrt, dass mein Betrag etwas höher als die 5. Ich glaube, da ist da oben, wenn ich das richtig weiß, keine Grenze gesetzt. Genau. Wenn man es doppelt überweist, darf man auch jemanden mitbringen. Also von daher gibt es eine Motivation, falls man das nicht alleine machen möchte. Also wer das schaut, man kann auch unabhängig von Ophüls einfach Kulturschaffende unterstützen, denen Aufträge geben. Ich glaube, das ist der wichtige Appell, den du auch loswerden wolltest. Aber es gibt was zurück und es ist auch zum Glück eben mehr als ein Glas Grauburgunder oder ein Cremant, ne? Sonst wäre es auch irgendwie ein bisschen langweilig. Anstecker und eine schöne Tüte und vielleicht ein Kugelschreiber. Und natürlich die Filme. Und die Erlebnisse und die Talks. Lass uns mal kurz über die Filme sprechen. Jetzt sind wir noch, wir sind ja dieses Jahr ein bisschen länger mit dem Festival, jetzt sind wir so im ersten Drittel. Habt ihr schon was sehen können? Oder, Heike? Also ich war den gesamten Montag im Kino.
und habe sehr genossen, dass es ein Frauentag war. Also ein Tag mit Filmen, die Frauenthemen oder halt auch viele Akteurinnen, Akteure. Das ist etwas, ich weiß nicht, Marion, wie du es wahrgenommen hast, aber es ist oft so, dass gerade hinter der Kamera lange, lange Zeit hauptsächlich Männer waren. Ich weiß nicht, ob das jetzt subjektiv, also es ist ein subjektiver Eindruck, dass Frauen stärker in den Vordergrund treten, dass Frauen stärker dabei sind. Und ich habe das sehr toll gefunden insgesamt, die Filme insgesamt, aber auch, Gott, mein Französisch, Les Nouvelles... Les Nouvelles, genau, du warst gestern schon. Ja, das ist, also der Film war klasse, weil das halt einfach auch so die Sichtweise aus der Schweiz ist, also wo ich einfach... es total spannend fand, als jemand, der hier in der Frauenbewegung groß geworden ist, zu sehen, wie der Stand der Dinge in der Schweiz ist, die ja seit 50 Jahren erstes Frauenwahlrecht haben. Und es ist insgesamt, finde ich es toll, dass man so einen thematischen Tag um ein Thema herum hat. Ich nehme an, die anderen, wir haben ja noch nicht alle Tage gesehen, ich nehme die anderen werden dann auch, wo man auch ohne, dass man es gehört hat, weiß, welche Überschrift drüber steht. Ja. Und ich finde es schön, dass ihr es so aufgebaut habt, dass man inhaltliche Zusammenhänge erkennen kann in den Filmen. Das heißt, du warst jetzt auch tatsächlich in den Kinos selbst drin. Das ist ja auch das Schöne, dass das jetzt auch zumindest teilweise wieder geht, dass wir diese Horizonterweiterung haben, dass wir den Austausch haben in den Kinos. Das heißt, Marion, ich nehme auch an, du bist Kinofan. Du hast auch schon ein bisschen was gesehen. Im Kino natürlich. Also ich habe die Chance als Patin natürlich auch sowohl zu entscheiden, für heute ein paar Filme werde ich mir online angucken, weil ich da auch akkreditiert bin. Aber natürlich nutze ich das Kino. Also letztes Jahr habe ich auch wirklich die Online-Variante, so toll die gelungen war, ausgelassen, weil ich war so beruflich in diesem Online-Format, dass ich das gar nicht mehr konnte. Ich hätte viereckige Augen bekommen. Und jetzt liebe ich es, im Kino zu sein. Es ist natürlich viel zu wenige. Die Atmosphäre ist nicht so wie sonst, aber es ist trotzdem genial. Es ist toll organisiert und es ist immer mit Abstand dazwischen. Also es ist eigentlich auch mal toll, die Jacke ablegen zu können. Nein, und von den Filmen, das Witzige ist, die Heike und ich stammen ja beide aus der Frauenbewegung. Also wir haben ganz viele Gemeinsamkeiten. Dass wir jetzt hier zusammensitzen, ist wieder so typisch Saarland und kleine Zusammenhänge. Und es sind ganz viele Frauenfilme dabei. Ich freue mich auch schon. Auch Donnerstag ist nochmal ein Spielfilm abends, der ganz viel um das Thema Feminismus geht. Queer haben wir schon gehört. Also meine Ophüls-Ursprünge. Ich bin 93 ins Saarland gezogen, waren gleich 94 mit einer Freundin, die an der Uni auch gearbeitet hat. Und die hat mich zu Ophüls gebracht. Ich habe dann lange mal ausgesetzt mit kleinen Kindern und so. Ist ein bisschen herausfordernd. Und seit ich wieder dabei bin, ist es einfach mega. Und ich finde diese Filme dieses Jahr sehr, sehr politisch. Auch der Eröffnungsfilm handelt ja davon, wie wir quasi in die Zukunft uns vorstellen. Und die beamen sich quasi zurück. Und ich halte das für eine ganz wichtige Botschaft. Also es ist einfach schön, so diese Spielelemente. Ja. Oder einen Film habe ich gesehen, da hatte ich das Gefühl, ich sitze die ganze Zeit bei diesem lesbischen Paar quasi dabei im Wohnzimmer und erlebe, wie sie sich lieben, wie Paradies, sie sich streiten. Ja. Genau, Paradies mit dem Doppelbotschaft. Also mega tolle, intensive Wahrnehmung. Manchmal ist es mir fast zu intensiv, weil die so toll sind. Also ich bin immer sehr, sehr berührt, sehr nah. Also es ist einfach so nah dran. Und danach die Talks einfach dann zu erfahren, was haben die sich dabei gedacht. Das ist sicher eine Stärke des Ophüls-Preises, dass wirklich das Publikum, selbst in der hybriden Form, wir natürlich immer versuchen, die Filme sehr nah an die Menschen heranzubringen, aber klar, so nah wie im Kino geht es auch nicht immer oder das ist die nächste Form. Aber ihr habt das letztes Jahr, finde ich, schon sehr gut geschafft. Also ich habe es Streaming und habe dann auch diese Zoom-Talks und das war sehr charmant, weil, also für mich, für euch wahrscheinlich ärgerlich, wenige haben es mitbekommen, das heißt, wir waren dann teilweise mit 3 bis 5 Zuschauerinnen und dem Filmteam, das ist natürlich eine 1:1 Betreuung, die man normalerweise nicht hat. Passt besser als... Das war richtig gut, ja, das ist sehr eigennützig, aber ja. Ja, wenn man diese Gelegenheit hat, sollte man sie nutzen. Marion, gibt es bei dir was in den, du sagst, du bist mindestens 5 Jahre jetzt schon Patin beim Max-Ophüls-Preis. Gibt es ein Ereignis, wo du sagst, das war ein Zugang für mich in das Festival, den hätte ich anders nicht bekommen oder das war für mich ein besonderes, ein exklusives Erlebnis? Ich habe ja schon vor diesen 5, 6 Jahren, also ich war, glaube ich, im zweiten Jahrgang dabei, immer mitgemacht, ein Bett für Jungfilmer. Und
Und ich habe Jakob Deutsch aus Hamburg, habe ich vorhin schon angedeutet, der war da und der hat gleich im ersten Jahr auch einen Preis gewonnen mit seinem Kurzfilm und seinem Hamburger Team. Und das war so mega, mega toll, ja, da direkt dran zu sein, zu sehen. Und der hat mich da so auch reingeholt, einfach. Früher saß ich immer ganz hinten im Kino und der hat gesagt, wo ist denn der beste Platz in der Mitte? Ne? Also das alles so zu wissen oder so diese Hintergründe zu erfahren, also dadurch bin ich eigentlich so richtig eingetaucht. Also und das, also dem Jakob verdanke ich letztendlich eine ganz neue Perspektive, weil vorher war ich so die klassische Kinogängerin mit Popcorn und das geht ja bei UFOs eigentlich gar nicht. Ich finde es lustig, wenn da immer Leute mit Popcorn reingehen. Ja, jeder wie er möchte. Jede Person darf das machen, was er oder sie will. Ja, ja. Aber ich finde das so, so schön, weil es einfach so ein ganz anderes Publikum ist als sonst im Kino, ne? Und es ist eine ganz andere Art. Und Jakob hat dir aber nicht dann die Wohnung mit einer großen Party noch zum... Nein, ganz im Gegenteil. Er hat dann auch welche immer mitgebracht oder danach. Einmal habe ich auch jemand anders gehabt, weil er nicht kommen konnte. Dieses Jahr ist er auch nicht dabei. Aber der war immer wieder auch mit Filmen vertreten. Und er hat mir aber einfach auch den Kontakt zu anderen Menschen hergestellt. Ich habe tolle Gespräche mit Schauspielern und Schauspielerinnen. Ich mache selber auch als Hobby Impro-Theater hier in der privaten Schauspielschule Acting and Arts. Und das macht mega Spaß. Und habe da auch andere Workshops mittlerweile schon besucht, sogar mit meinem Sohn zusammen. Das war ganz witzig. Also, wir spüren, glaube ich, dass es für dich eine riesige Inspiration ist, die du durch die Patenschaft bekommen hast. Heike, für dich ist es jetzt erst das erste Festival, ne? Das erste Festival als Patin. Ja, ja, genau. Ja, ja. Schon länger dabei als ich sogar. Was steht jetzt in den nächsten Tagen für dich noch an? Oh, Kino. Also ich habe das schamlos ausgenutzt, dass wir, wie Marion schon sagte, sehr gut an Karten rankommen, ohne dass wir selber in die Online-Buchungsformate reingehen müssen, ähnliches. Ja. Also ich habe mir auch Urlaub genommen dafür und werde jeden Nachmittag um 3 Uhr im CineStar sein und dann irgendwann mal nachts wieder raus. Freue mich wahnsinnig darüber, dass wir die Gespräche, dass wieder Filmschaffende vor Ort sind, dass wir die Gespräche haben, dass wir nachher auch Fragen stellen können. Also es geht, was Marion schon sagte, politische Sachen, dass man einfach so Kleinigkeiten nachfragen kann, bei einer Übersetzung, bei einer Dolmetscherei oder bei ähnlichen Sachen, so Sachen, die an die Technik gehen oder was habt ihr euch dabei gedacht oder der Kurzfilm Absprung, wo es um Deserteure geht. Dass man da einfach nachfragen kann und dann noch ein bisschen Informationen bekommt, dass man das mitbekommt. Fehlt natürlich, dass man das dann in Lolas Bistro vertiefen kann, aber es ist trotzdem ganz toll und ich freue mich auch jetzt, also ich bin ganz, ganz großer Fan von den kurzen und mittellangen Filmen, weil gerade die Kurzfilme sind etwas, was man normalerweise im Kino nicht so angeboten gibt. Es gibt wenige Kinos, die machen dann auch, ähnlich wie jetzt bei Ophüls, mehrere Kurzfilme am Stück, aber normalerweise sieht man die nicht auf der großen Leinwand und die sind aber auch dafür ja produziert für die große Leinwand und das macht einen Unterschied. Und es ist auch oft für, wir haben Geld schon angesprochen, Budgetfrage, ob die Schauspielerinnen, die Filmschaffenden, ob die überhaupt einen großen Film machen können. Aber diese kleinen Filme müssen sie ja zum Teil im Rahmen ihres Studiums machen. Und wie sie die Aufgaben umsetzen, wie sie das machen, es ist oft ein Einstieg. Oft lernt man dort Menschen kennen, die später dann in den großen Produktionen dabei sind, langen Produktionen, aber man sieht die ersten Schritte. Und das ist auch das Schöne bei Ophüls, dass man die Entwicklung sieht. Also wir haben ja Menschen hier gehabt, die so die ersten Steps gemacht haben und die dann irgendwann einmal kommen sie wahrscheinlich als Jurymitglied, weil sie geehrt sind und Preise haben. Und das ist einfach das Tolle, dass man hier in Saarbrücken frei Haus als Saarländerin geliefert bekommt, was in der Filmwelt in ganz Deutschland, in Österreich, Schweiz das aktiv unterwegs ist. Der exklusive Zugang, der eben allen Zuschauerinnen und Zuschauern des Ophüls-Preises zur Verfügung steht. Wenn man eine Patenschaft übernimmt, beginnt ab 550 Euro. Die Informationen dazu gibt es auch im Netz natürlich. Dann ist der Zugang manchmal noch ein kleines bisschen exklusiver. Wir machen weiter mit dem Film, weil ihr auch schon angedeutet habt, dass ihr im Grunde genommen das schätzt, was ja das Kino ausmacht, nämlich der Perspektivwechsel, die Horizonterweiterung mit einem, ich glaube, Zukunftsszenario. Und bei Simin geht es, glaube ich, im Dokumentarfilm 4 Sterne Plus um nichts weniger als die Revolution des Gesundheitswesens, oder? Kann man das so sagen? Kann man eigentlich so sagen. Es ist zumindest mal, sagen wir mal so, eine gute Idee. Ein Krankenhaus, das nicht nach Desinfektionsmittel riecht, sondern nach Holz und frisch gebackenem Brot. Also das klingt nach einem Traum, aber David Thies möchte gerne diesen Traum wahr machen und aus einem Provinzkrankenhaus ein Patientenhotel, kann man sagen, machen. Und Antje Schneider, Carsten Waldbauer und Stefan Kloß haben ihn dabei begleitet. Schön, dass ihr hier seid. Hallo.
Ich finde ja im Krankenhaus immer am schlimmsten, dass morgens um 6 die Krankenschwester das erste Mal reinstürmt, weckt und jedes Mal, wenn man gerade wieder die Augen zumacht, kommt wieder jemand rein. Was findet ihr am schlimmsten im Krankenhaus? Also ich habe das Glück gehabt, dass ich noch nicht so wirklich im Krankenhaus war und als Patient oder als Gast, wie man so als Eisenberg inzwischen sagt. Aber was ich schlimm finde, ist, wenn ich so meine Eltern, meine Großeltern, wen auch immer besucht habe, diesen Zustand, dass man neben dem Patienten liegt, also sitzt, Patient liegt, und da irgendwie noch ein oder zwei im Zimmer mit sind. Also so diese Nähe, diese fehlende Intimität, die man da irgendwo mit seinen Angehörigen haben darf. Ja. Das finde ich ganz schlimm. Mhm. Ja. Es gibt so eine schöne kleine Szene in dem Film, wo David Thies in Venedig sich ein Krankenhaus anschaut. Mhm. Und er sagt, andere besichtigen Kirchen, ich besichtige immer Krankenhäuser. Ja. Und er biegt so um die Ecke und sieht diesen Krankenhausflur und sagt, wie will man da gesunden? Ich glaube, das ist für mich so das Schlimmste, wenn ich in ein Krankenhaus reinkomme und ich biege ab auf den Flur und habe so dieses Gefühl, es riecht ganz komisch, dieses Linoleum glänzt so ganz komisch und reflektiert. Und um Gottes Willen, alles zieht sich um mir zusammen. Und alles ist irgendwie komisch und gelb, immer. Und ich finde am schlimmsten, dass man sich so ausgeliefert fühlt. Das auch, ja. Also keiner redet mit dir oder du musst nachfragen, du musst darum betteln, was ist denn jetzt eigentlich los, was haben sie eigentlich gemacht, ja, wie waren die Untersuchungen, was haben sie als nächstes vor. Ja. Man behandelt dich so im Großen und Ganzen, als wärst du irgendwie unmündig. So. Ja. Du bist ja nicht bescheuert, nur weil du krank bist irgendwie, aber so wird man oft behandelt. So. Ja. Ihr habt David Thies begleitet in eurem Dokumentarfilm 4 Sterne Plus und er will Krankenhaus revolutionieren, eigentlich auch das Gesundheitswesen revolutionieren mit halt einem Luxuskrankenhaus, ähnlich aufgebaut wie ein Hotel mit Sternebewertungen und so weiter. Also er hat eine ganz klare Vision. Wie seid ihr überhaupt auf ihn gekommen? Also wir haben zuerst den Ort gefunden. Also wir haben vor ein paar Jahren so eine kleinere Serie gedreht, so Patientengeschichten. Also mir zieht's im Knie, ich muss zum Arzt, ich habe einen Bandscheibenvorfall und lande im Krankenhaus. Und dann haben wir so Patienten begleitet, Ärzte, Pfleger, so in ihrem Alltag, also so wirklich alltägliche kleine Geschichten. Und das war damals noch in diesem alten Krankenhaus, das sind so zwei DDR-Plattenbauten, so eben genau diese Gänge, die Stefan Kloß gerade schön beschreibt. Und dann haben wir den Geschäftsführer darüber kennengelernt. Und der war so gar nicht alltäglich. Mhm. Also allein so sein Büro, das hing voller Pläne. Ja? So sah aus wie in einem Architekturbüro. Da waren Fliesenmuster, da waren Stoffproben. Also da war irgendein Mensch, der eine Vision hatte und irgendwas erschaffen wollte, was eben nicht mit dem zusammenging, was wir da gerade vorgefunden hatten. Mhm. Das hat uns interessiert. Der Film lebt ja auch sehr stark von ihm. Was für ein Typ ist er denn? Also er kommt mir sehr so als Macher rüber, aber auch manchmal mit sehr verrückten Ideen. Also wie habt ihr ihn so hinter der Kamera erlebt? Weil mir kam er nicht unsympathisch rüber. Nee, ist er auch gar nicht. Also er ist nicht unsympathisch, aber er ist so, also er ist eben jemand, der Visionen hat, der getrieben ist. Mhm. Also der auch eine unbändige Energie hat. Also jemand, der nachts seine Ideen zur Welt bringt, ja, und morgens anruft und wieder etwas Neues hat. Also jemand, der sein Umfeld fordert, also seine Mitarbeiter, ich glaube auch seine Familie, am Ende auch uns, aber jemand, der eben auch sein Gegenüber braucht, um etwas zu bewegen. Also es ist wirklich so ein, also unsympathisch ist er nicht, aber er ist natürlich damit jemand, der auch anstrengend ist, auch unbequem wird. Ja. Großdenken ist da auf jeden Fall viel zu wenig gesagt. Also er denkt Krankenhaus fern von all dem, was wir uns vorstellen können. Und damit Sie jetzt mal einen kleinen Einblick bekommen, schauen wir uns mal kurz eine Szene an. Das ist ein begehbarer Humidor, wo Zigarren drin liegen. Und dann suchen Sie sich hier Ihre Lieblingszigarre raus. Und dann gehen Sie mit mir hier rein. Und dann können wir hier im Krankenhaus Whisky trinken und rumtrinken und eine dicke, dicke Zigarre rauchen. Ja. Das machen wir dann hier. Bei Orthopädie geht das. Wir sind ja keine Lungenklinik. Ja, genau. Das ganze Haus
kriegt als erstes Akutkrankenhaus in Europa, kriegt es Hotelsterne. Das heißt, unten drunter für die normalen Patienten 4 Sterne plus und hier oben 5 Sterne plus. Ja. So, das heißt, es gibt in Europa sonst kein Krankenhaus mit Hotelstern. Wir sind also wirklich die erste Klinik mit Hotelstern. Am schönsten finde ich da den Satz, es geht ja da um Orthopädie. Danach, wenn man dann da eine Woche war, kann man dann zum Lungenfacharzt gehen danach. Aber was für eine Idee im Krankenhaus, sich nach einer Knie-OP hinzusetzen und erstmal schöne dicke Zigarre zu rauchen und einen Whisky zu schwenken. Da habe ich mich gefragt, wie viel Luxus braucht denn tatsächlich ein Krankenhaus? Also ich meine, mit so einem begehbaren Humidor treibt das natürlich auf die Spitze. Ja? Mhm. Also man muss dazu sagen, David Thies ist auch jemand, der eben selber auch raucht und viel raucht. Also er kennt dieses Bedürfnis sehr genau und insofern schafft er da etwas, was natürlich ein Teil der Patienten mit Sicherheit auch genießen wird. Aber grundsätzlich geht es ja eher um dieses Prinzip, eine Wohlfühlatmosphäre zu schaffen. Also wenn ich in ein Krankenhaus muss, eben nicht mit all den Dingen des Verzichtens konfrontiert zu sein, sondern etwas zu schaffen, wo man sagt, ja, ich fühle mich hier irgendwie auch wohl. Also es ist nicht schön, operiert zu werden und ich vermute auch, die Tage danach sind nicht besonders schön. Vielleicht hat man auch keinen Appetit dann auf eine Zigarre, aber allein diese Haltung zu sagen, man kann besser gesund werden, wenn man sich wohlfühlt, die ist perfekt, finde ich. Die ist ja auch richtig. Und er ist nicht jetzt einfach nur Krankenhausmanager, sondern er war auch selber mal Pfleger. Das hat mich sehr überrascht. Wie ist er von, wir wissen ja, Pfleger und Pflegerinnen werden schlecht bezahlt. Wie ist er von dort zu dieser Position gekommen, wo er ein Haus, wo hat er es, in der Toskana, glaube ich? Genau. Und wir haben vorhin kurz schon drüber gesprochen, mit einem dicken Defender rumfährt. Also wie ist er da hingekommen? Hat er euch das erzählt? Ja, er hat vor allen Dingen zu seiner Zeit als Krankenpfleger hat er sich immer darüber geärgert, dass die Zustände in dem Krankenhaus häufig selbst gemacht sind. Also wenn zum Beispiel der Pfleger oder die Krankenschwester vielleicht nicht richtig Zeit hat für den Patienten oder man nicht das Wort zwischendurch spricht mit dem Patienten, so, das hat er gesagt, das liegt oft an uns selbst. Wir müssen irgendwie Zustände schaffen, bei uns selber anfangen, um etwas zu verändern. Und da hat er gedacht, wenn ich etwas verändern will, dann muss ich die Seiten wechseln. Das sagt er auch irgendwie ganz schön in seinem Interview. Und er sagt, dann muss ich auf die andere Seite, auf die dunkle Seite wechseln und muss vom Krankenpfleger zum Krankenhausdirektor werden, um dann Zustände schaffen zu können, dass es unseren Patienten besser geht. Und er hat da ja auch schon sehr konkrete Pläne, die er dann auch in die Tat umsetzt. Also zum Beispiel ganz revolutionär, dass er keine Station mehr haben will, sondern diese Units, ne? Eine Krankenschwester oder ein Pfleger für 6 Patienten, wenn ich mich recht erinnere, was ja auch schon mal interessant ist. Und er will nicht nur das, sondern er will auch an den Kern ran und selbst den weißen Arztkittel, den will er verändern. Und wie das aussieht, das zeigen wir jetzt. Es gibt den zweiten sakrosankten Bereich, den ich ja auch konsequent angehe. Der Arzt und sein Arztkittel, der ist ja regelmäßig lang. Das wissen wir durch die Krankenhaushygiene und die Mikrobiologie, dass es nichts Schlimmeres gibt als diesen Stofflappen, der von Patient zu Patient die Keime schön weiterträgt. Mhm. Das machen die Skandinavier, die schneiden halt einfach den Ärmel ab, zack, bumm, fertig. Kein Gejaule, kein nichts. Das probieren sie mal, den deutschen Chefärzten und Oberärzten den Ärmel abzuschneiden. Ergibt Sinn, ja. Er will dem deutschen Gesundheitswesen an den Kragen oder besser gesagt an den Kittelärmel. Ist denn das deutsche Gesundheitswesen überhaupt bereit für so einen Thies? Also es wäre schön, aber es ist genau der Punkt. Also es geht ihm eben nicht nur darum, ein Luxushaus zu schaffen, sondern es geht ihm darum, etwas zu bewegen, also zum Denken anzuregen. Also das Gesundheitswesen besteht ja eben nicht nur aus diesem Wohlfühlen, sondern es gibt so viele kleine Dinge. Also diese Arztkittel, Infektionsquoten. Wir haben immer das Problem, dass die Infektionen immer mehr zunehmen in Krankenhäusern. Oder wenn wir über die Pflege sprechen, dieser Pflegeschlüssel, den er so für sich verbessert hat, dann geht es eben darum, dass man auch wieder auch einer Pflegekraft wieder ihre eigentliche Berufung, sagt er so schön, zurückgeben muss. Also, dass man für den Patienten da sein muss und dass man eben
Also es betrifft eben viele medizinische Punkte, die er anspricht. Mhm. Ich glaube, was David Thies macht, er macht was ganz Ähnliches, wie wir es machen mit Dokumentarfilmen. Mhm. Er gibt nicht alle Antworten, aber er stellt ganz viele Fragen. Und wenn diese Fragen dazu beitragen, dann letztlich Antworten zu werden, dann ist unheimlich viel getan. Also mit dem Arztkittel kann man das so schön runterbrechen. Ne? Das kennen wir alle. Und es leuchtet auch sofort ein, dass dieser Stofffetzen natürlich Keime verteilt. Und trotzdem ist es so ein sakrosankter Bereich, den darf man einfach nicht anfassen. Und das hat mir sehr imponiert, als Antje und Carsten mit dem Thema kamen und mit ihren Arbeiten daran kamen, dass da einer ist, der traut sich, sehr unbequeme Fragen zu stellen. Und dann lässt sich erst mal erklären, ja, warum soll das denn nicht gehen? Mhm. Ja, und euer Film, der liefert auch ganz viele Informationen, wo ich gemerkt habe, es läuft wirklich so viel schief im Gesundheitswesen und alles wird halt oder ganz viel wird halt nicht hinterfragt, wie zum Beispiel das, was du gerade angesprochen hast. Das ist ja Quoten oder Raten für Komplikationen und Infektionen in verschiedenen Krankenhäusern gibt. Und warum sollte ich denn für meine nächste OP in ein Krankenhaus gehen, was eigentlich eine sehr hohe Infektionsrate oder eine sehr hohe Komplikationsrate hat? Ich möchte ja eigentlich das Beste finden. Warum gibt es da nicht wie bei Hotels eine Bewertung? Und das fand ich sehr, sehr interessant, dass er das da auch angesprochen hat. Also das wünscht man sich doch als Patient. Da frage ich mich, wieso gibt es das nicht? Ich bin ausgeliefert. Ich gehe in mein nächstes Krankenhaus und ja, vielleicht kann der Arzt was, aber vielleicht kann ich auch nie wieder gehen danach. Ja, aber es gibt eben einfach sehr, sehr viele Krankenhäuser und es ist schwierig, so eine Transparenz da irgendwie herzustellen. Weil jedes Krankenhaus ja auch irgendwie ums Überleben kämpft. Mhm. Also wir wissen, wie viele Krankenhäuser pro Jahr einfach auch in diese Insolvenz schlittern. Und das ist mit Corona ja nicht besser geworden. Nee. Und da hat jedes Krankenhaus und jeder Geschäftsführer hat eben den Druck und die Verantwortung, das Haus durchs Jahr zu bringen. Und insofern ist es schwierig und hat keiner so ein Interesse daran, wirklich die Zahlen offen zu legen. Also er sagt selbst auch, es gibt Qualitätsberichte, es gibt so etwas. Mhm. Aber das bedeutet eben einen unglaublichen Rechercheaufwand. Insofern muss man ja auch da ansetzen. Das ist ja auch so sein Lieblingsthema. Haben wir nicht zu viele Häuser? Können wir nicht viel mehr spezialisieren? Können wir nicht sagen, okay, wenn ich irgendwie ein Knieproblem habe, gehe ich in Häuser, wo ich weiß, die machen das 700 Mal im Jahr und nicht nur dreimal. Und all diese Themen, die mich ja am Ende auch berühren, so als Patient, die finde ich, muss man ansprechen, aber es ist eben einfach ein langer, langer Prozess. Es ist so gewachsen, es gibt viele Interessen und da wird er mit Sicherheit in viele Wespennester stechen. Er hat auch zum Beispiel gesagt, dass die Krankenhausbeiträge bei uns dreimal höher sind als zum Beispiel in den Niederlanden. Und da habe ich mich gefragt, will denn eigentlich das deutsche Gesundheitssystem, dass wir ins Krankenhaus gehen? Also, dass wir auch krank sind? Oder sollen wir geheilt werden? Na, eher Letzteres. Also wir haben so ganz schön Bodo Ramelow, der Ministerpräsident Thüringen, sagt, warum heißt ein Krankenhaus eigentlich Krankenhaus? Mhm. Also weil eigentlich geht es ja darum, eben gesund zu werden. Aber der Druck, der finanzielle, den Krankenhäuser haben, zu sagen, ich muss ja mein Haus, also ich muss ja Geld eintreiben. Und also man muss für den Hintergrund wissen, so Krankenhausfinanzierung ist relativ komplex. Also die Länder sind dafür verantwortlich, alles was an Substanz, Infrastruktur kaputt geht. Dafür müssen sie das Geld bereitstellen. Alles weitere Behandlungen werden über Krankenversicherungsbeiträge bezahlt. Und dadurch, dass die Länder dem aber nicht mehr offenbar so nachkommen, haben die Krankenhäuser eben alle diese Lücke. Also sie haben alle irgendwo Geldprobleme. Mhm. Und die einzige Einkommensquelle sind am Ende die Behandlungen. Insofern muss man sehen, viele Patienten zu haben. Und dadurch entstehen dann eben auch diese, sag mal, Fehldiagnosen, also oder Fehldiagnosen sind es ja nicht, aber Diagnosen, wo man sagt, okay, muss es jetzt schon das neue Gelenk sein oder nicht? Ja, oder kann man da vielleicht nochmal vorbeugend erstmal was machen oder mit Physiotherapie oder sonst wie? Ja. Das neue Gelenk ist halt deutlich besser bezahlt als die Physiotherapie und Vorsorge. Und wie lange hat es gedauert, dass Vorsorgeaufwendungen bei Krankenkassen auch abrechnungsfähig waren und. Ja. Ja, also ich habe mir da dann auch die Frage gestellt, als ich ihn gesehen habe, wie man
wie er auch Klinkenputzen gegangen ist die ganze Zeit. Also man sieht ihn zum Beispiel mit Bodo Ramelow oder auch mit Jens Spahn, dann zu der Zeit noch Gesundheitsminister. Wie kommt man denn, also da sieht man, was für eine ungeheure Energie er da auch reinsteckt. Wie kommt man denn als Manager eines, wir sagen jetzt weiter Provinzkrankenhauses, wie ist er denn überhaupt an solche Leute rangekommen? Also er hat ein großes Netzwerk durch seine Tätigkeit als Krankenpfleger. Damals in München hat er gelernt, war er für eine Gewerkschaft tätig und hat dort für eine große Gruppe von Krankenpflegern, eine große Vereinigung irgendwie, war er Gewerkschaftsvorsitzender, junge Gewerkschafter irgendwie. Hat ein riesiges Netzwerk und er ist jemand, der sich nicht davor scheut, zum Beispiel am Wahlabend nicht zu Hause vor dem Fernseher sitzen zu bleiben, sondern dann loszugehen und zu den einzelnen Fraktionen zu gehen, zu den Wahlpartys zu gehen, die Leute zu treffen, mit denen über Probleme zu reden und seine Freizeit dafür zu nutzen, an Menschen heranzukommen. Also er scheut sich da nicht vor Investitionen in Zeit und Kraft vor allen Dingen. Ja, er hat irgendwie keine Angst, ne? Also so diese Angst vor einer Absage, vor einer Blamage, irgendetwas peinlich sein könnte. Das hat er offenbar nicht. Also das ist eine Gabe so, ne? Also so, weil er dadurch natürlich sich Dinge traut, auch überhaupt Dinge in Erwägung zieht, die man von außen betrachtet dann vielleicht gar nicht ansprechen würde. Aber da ist er wirklich, da zieht er los und ja, ist so der David gegen Goliath, sagen wir immer so ein bisschen, ne? Ja, also Goliath das Gesundheitssystem, aber auch letztlich so der Punkt. Du sagtest, er scheut sich nicht davor, Klinken zu putzen. Ich glaube, das will er sogar. Also so wie ich ihn so erlebe, ist er das Gegenteil von jemand, der sagt, ach, ich schwebe da jetzt als Geschäftsführer durch die Gänge, sondern er sagt, natürlich muss ich Klinken putzen, wenn ich was verändern will. Also ich werde daran gemessen, was ich verändere. Ich werde nicht daran gemessen, was ich auf dem Papier bin oder auf meiner Visitenkarte bin. Und das fand ich sehr beeindruckend, weil mir dann auch klar wird, wie man Dinge verändern kann. Und dann wird das auch ein Film, der uns alle angeht. Ja, und uns als Patientinnen und Patienten, als Bürgerinnen und Bürger angeht, weil er uns genau das zeigt, was uns so nah ist. Weil dort sind wir am verletzlichsten. Es ist halt vor allem erstaunlich, dass es halt einfach nur einen Menschen braucht, der eine Idee von etwas hat, der sieht, was schiefläuft, was wir alle wissen und nicht erst seit der Pandemie. Und der es dann in die Hand nimmt und verändert. Was glaubt ihr, könnte seine Vision vom Krankenhaus, könnte das was werden, was flächendeckend es bald in Deutschland geben wird? Oder? Ich glaube, dass da viel Zeit und Kraftinvestition notwendig ist. So ganz allein ist er da auch nicht in seinem Krankenhaus. Er hat wirklich Mitstreiter, die sehr eng an seiner Seite stehen. Die hat er sich über viele Jahre zusammengeholt, so Leute, die seine Vision mittragen. Er hat also auch Mitstreiter, er ist ja gar nicht so allein in seinem Haus. Aber diese Leute musste er auch erstmal finden und andere Leute müssten auch wieder Leute finden, die bereit sind, unbequeme Wege zu gehen. Aber letztlich zeigt das Krankenhaus, dass es eigentlich möglich ist, mit einer Entschlossenheit auch Dinge anders zu machen, als man es kennt. Wie läuft denn das Krankenhaus heute? Naja, man muss natürlich sagen, Corona ist auch in Thüringen, ja, also so insofern eingeschränkter. Es ist etwas, was ihn auch wahnsinnig grämt, weil viele Dinge eben dann doch nicht so stattfinden können momentan, wie er das gern hätte. Aber es ist schon so, dass, also ja, auch bei seinen Mitarbeitern, also nicht die Leute, die Carsten gerade so beschreibt, so als also so seine Mitstreiter, sondern eben auch das Personal, die Pflege, all die das ja umsetzen müssen. Und da, glaube ich, ist schon wahnsinnig viel passiert. Also das ist es ist eben dieses Haus, sie haben dieses Haus angenommen. Es gibt Patientenstimmen, die eben dieses Feedback, also all das, was man ja auch braucht, um zu wissen, okay, wir sind auf einem richtigen Weg. Die bringen das auch und ich glaube, das beflügelt. Also es darf nicht nur bei so einem Haus, also das ist zumindest das, was David möchte, es ist nicht nur dieses Haus gebaut zu haben, sondern er möchte ein Zeichen setzen und er möchte natürlich auch über die Grenzen hinweg, also am Ende gehört werden. Also es läuft, aber es ist natürlich klar, also ich glaube einfach, man kann in 2-3 Jahren, kann man dann sagen,
jetzt hat sich's tatsächlich alles gesetzt und jetzt sind wir da angekommen, wo wir hinwollen. Ja, also ich kann zumindest sagen, ich hätte Lust, mich da behandeln zu lassen. Wenn eine nächste Operation ansteht, dann werde ich da mal vorbeischauen. Vielen Dank, dass ihr hier wart. Vielen Dank, dass ihr euren Dokumentarfilm mitgebracht habt. 4 Sterne Plus ist ein, ja, sagen wir mal, es ist ein sperriges Thema, aber es ist sehr, sehr gut aufbereitet und ich kann es jedem nur empfehlen. Läuft bei uns im Wettbewerb, ich drücke euch die Daumen. Und Urs steht da vorne schon, hat... Ah, trinkst du Wasser, Urs? Was ist denn bei dir los? Das ist einfach nur hellerer Wein. Du hast einen Gast, sehe ich. Genau, Susanne. Vielen Dank für das tolle Gespräch. Und ja, ich darf eine ebenso tolle Kollegin hier am Tisch begrüßen. Susanne Braun, du hast die Eröffnung hier bei uns moderiert dieses Jahr und du machst einen wundervollen Podcast, Indie-Film-Talk, bist Theaterwissenschaftlerin. Schön, dass du jetzt auch mal bei uns im Studio sein darfst. Ja, vielen, vielen Dank. Genau, und ich sag mal, auch mal drauf Prost. An, auch wenn ich das Wasser habe, du hast den Wein, so höflich sind wir dann schon gegenüber unseren Gästen, also zum Wohle. Von der Mosel, aber saarländisch noch alles. Ah, oh, sehr schön. Ja, erzähl mal, sonst bist du im Kino hier, jetzt hier mal in der Studiokulisse, was ist anders? Es ist natürlich total einladend, man sitzt an der Bar, man hört von euch, was es für verschiedene Filme gibt, man sieht die Gäste hier. Das ist natürlich, letztes Jahr war das schon toll mit der Studioatmosphäre, also man hat sich so richtig mit euch zusammen im Wohnzimmer gefühlt und jetzt sind die Gäste natürlich auch mitten hier drin, das hat nochmal eine andere Dynamik und man schaut einfach gerne zu. Letztes Jahr hast du von zu Hause aus geguckt und Vorgespräche geführt, meine ich, ne? Genau, da gab es ja die Online-Formate, die es ja jetzt auch wieder gibt, also die Filmgespräche, die man sich auch online anschauen kann. Und dieses Jahr hatte ich das Glück eben, wie du sagtest, ist schon die Eröffnung zu moderieren, was total überwältigend war. Also man hat gemerkt, da ist so viel Kraft und Energie drinne. Natürlich einmal in dem Team, was hinter dem ganzen Festival steht und dann auch das Publikum, was einfach Lust hat, den Saal zu befüllen oder die Seele, die zusammengeschaltet sind. Vielleicht erkennst du es wieder hier, dieses Mobiliar. Ah, war das Lolas Bistro? Lolas Bistro. Ah, unser Ausstatter hat es wieder ausgekramt. Und tatsächlich kann man ja auch mal sagen, uns verbindet eine lange Festivalfreundschaft. Wir haben auch schon so manche Nacht in Lolas Bistro zusammen getanzt und getrunken. Mehrere Nächte, ja. Ich fürchte, ja, es waren mehrere. Nee, also eine lange Freundschaft verbindet uns da. Und was ich halt so toll finde, ist, mit wie viel Herzblut du dich immer diesem Thema Film und den MacherInnen widmest. Also das dir geht es um dieses, was sonst nicht besprochen wird, dieses hinter den Kulissen und ja, was stecken für Themen, für Schwierigkeiten dahinter. Erzähl mal, wo hat es für dich angefangen, diese Leidenschaft für den Film? Ich glaube, ganz, ganz ursprünglich tatsächlich in der Filmwerkstatt in Wiesbaden. Mhm. Und da trifft man sich über 4 Tage wirklich Jugendliche von 17, 18 bis 25 hoch und die gucken alle möglichen Filme, die dort eben ausgewählt wurden, sind glaube ich 80 an der Zahl und in einem relativ guten Tempo und man spricht aber über jeden einzelnen Film. Jeder Film bekommt die Wertschätzung, dass man tief darüber diskutiert. Es gibt auch keine Time-Deadline, also dass man sagt, nach 5 Minuten ist Schluss. Und deswegen hat dann ein sehr offener Dialog stattgefunden, der natürlich auch in die Nacht hinausgeht. Man hat an der Bar gequatscht, also es gab in der Unterkunft, wo man die ganzen 4 Tage verbracht hat, eben auch eine Bar und eine Bowlingbahn. Und da sind so erste Kontakte entstanden und auch so dieser Gefühl fürs Dialog, also wirklich aufeinander zuzugehen, nicht nur über die glorreichen Dinge zu erzählen, das sind ja alles ganz junge Leute gewesen, die haben vielleicht zum Teil ihren ersten Film irgendwie mal ausprobiert, sondern auch viel über Schwierigkeiten gesprochen. Und das habe ich auf vielen Festivals nicht unbedingt immer gefunden. Also man rühmt sich doch eher mit dem, was man geschafft hat, was wichtig ist. Aber wenn es dann darum geht, auch darüber zu sprechen, wo waren denn die Knacknüsse, da zieht man sich eher zurück. Und ich finde, das habe ich hier auch auf dem Festival eben wieder gefunden. Die Knacknüsse, ein schönes Wort. Hast du selber auch Filme gedreht? Weil sonst kommt man da ja, glaube ich, nicht hin in die junge Filmszene. Ja, ich habe, das fing in der Theaterwissenschaft an, da gab es paradoxerweise, was es in der Filmwissenschaft nicht gab, ein Seminar, wo man einen Kurzfilm drehen soll. Und über diesen Kurzfilm bin ich dann in tatsächlich
die Studierendenszene gekommen von den Filmschaffenden in Berlin und bin dann darüber an verschiedenen Kurzfilmsets gewesen, an der DFFB, an der Filmuni, später dann Filmakademie Wien und war dort erst, ja, man fängt so als Produktionsassistenz an oder als Setrunner und dann aber relativ schnell in die Position der Regieassistenz gegangen. Wie wichtig ist dir das heute in deinem Schaffen, dass du diese Set-Erfahrung gehabt hast? Extrem wichtig, also weil ich viel besser fassen kann, was am Set eigentlich funktioniert, was vorher passiert, wie lange es auch dauert, die jeweiligen Schauspieler und Schauspielerinnen zu besetzen, wie lange es auch dauert, dramaturgisch noch das Drehbuch mit auch zu beraten und überhaupt das Team zusammenzustellen. Also es gab einige Projekte, wo ich wirklich sehr früh mit dabei war und dann auch wirklich bis zum Ende, also was in dem Falle für mich heißt, bis zum Drehende dabei sein durfte. Und man geht ja ganz anders wertschätzend dran. Also ich merke das ja ganz oft, wenn ein Kritiker eben tatsächlich sowas nicht hatte und dann so eine Kritik schreibt oder ein Gespräch führt, im Gegensatz zu denen, die diesen Respekt vor der Arbeit der Gewerke haben. Ja. Wie ist es dann? Du hast Theaterwissenschaft studiert. Das heißt, die Leidenschaft war dann doch mehr in Richtung Theater als zum Film? Tatsächlich verbirgt die Theaterwissenschaft ja nicht nur das Theater als Institution, sondern auch, was wir für theatrale Mechanismen in der Gesellschaft haben. Und das finden wir auch in filmischen Elementen wieder. Also es geht halt viel um Inszenierungsweisen, es geht viel um theatrale Aspekte, Möglichkeiten, wie wir Dinge in Szene setzen. Und da ist der Film auch ein mediales Tool, würde ich sagen. Und jetzt aber bist du tatsächlich zum Film geswitcht. Du hast eine folgenschwere Entscheidung getroffen. Ich glaube, es war 2018, soweit ich mich entsinne, ne? Oder sogar noch früher? 2018, wo das dann mit dem Indie-Film-Talk startete, meinst genau, du, wo ich dabei war? Ja, 116 Podcast-Folgen sind es inzwischen, habe ich gerade nachgeschaut. Und das ist ja eine ganze Menge. Also ihr macht das wirklich im zweiwöchigen Turnus, ne? Richtig, jetzt gerade sind wir in der Winterpause und gehen am 17.03. in die 5. Staffel. Eugene Jahr, der hat das Ganze eben ins Leben gerufen 2017 und war, glaube ich, er sagt das immer so schön, am Drehbuch schreiben und er kam an einem gewissen Punkt nicht mehr weiter und meinte dann so, okay, ich habe jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ich gucke jetzt, ob ich hier irgendwann irgendwie alleine weiterkomme oder ich frage jemanden. Und vielleicht nehme ich das Ganze auch noch auf. Und dann hat er sich wirklich relativ schnell entschieden, okay, wenn ich sowas mache mit einem Podcast, mit Filmschaffenden über Prozesse zu sprechen, muss ich das auch wirklich zweiwöchig machen und daran auch festhalten. Und das hat er gemacht. Und ich habe ihn ein Jahr später dann auf der Berlinale getroffen. Und da sind wir relativ schnell irgendwie zusammengekommen, weil wir eben dieselbe Vision haben, auch wirklich ins Gespräch zu kommen, nachhaltigen Dialog zu schaffen und auch ja, das dazwischen zu erzählen. Ja, und genau das ist das Besondere an eurem Podcast. Man muss vielleicht auch noch dazu sagen, dass heute macht ja gefühlt jeder einen Podcast. Ihr habt damit angefangen, als das noch nicht so en vogue war. Und schon gar nicht in dieser Regelmäßigkeit und schon gar nicht über Filmthemen. Das ist was, was mich sehr fasziniert. Du hast mich auch relativ früh schon eingeladen. Du warst mein erster Gast, den ich alleine hatte. Nein. Doch. Folge 38 für alle, die nachgucken oder nachhören wollen. Ja, bitte. Nee, hat mich auch total gefreut. War auch meine erste Podcast-Teilnahme dann in dem Fall. Und ich finde auch schon, also gerade so, wie ihr das macht, das ist eine sehr, sehr einfühlsame Art und trotzdem tief bohrend, sage ich jetzt mal. Und ich glaube, das macht es auch aus. Also diese Mischung aus Wertschätzung, aber Fachkenntnis. Würdest du sagen, ja, das hilft dir jetzt auch hier auf dem Festival, wenn du so auf der Bühne stehst und jetzt in dem Fall bei der Eröffnung eine Gala moderierst? Ja, weil man auf jeden Fall, wir gucken ja, dass wir verschiedene Departments ansprechen. Also wir konzentrieren uns ja nicht nur auf die Head of Departments oder die wichtigsten, die ja häufig Regie sind, Schauspiel, dann vielleicht noch Drehbuch, sondern wir nehmen auch die Kameraleute mit rein. In dieser Staffel wird es auch so sein, dass wir auch die Regieassistenten oder Script Continuity ein bisschen mehr unter die Lupe nehmen. Damit machen wir schon mal irgendwie ein größeres Fass an Themen auf verschiedene Departments anzusprechen. Und das hilft mir dann später auch bei Moderationen, weil man auch mitkriegt, was sind eigentlich gerade für Trends? Also wie tickt die junge Filmszene eigentlich? Und was bewegt sie? Und was unser Duktus ist auch immer, was kann ich von anderen Filmschaffenden lernen? Und alleine mit diesem Diskursthema loszugehen, natürlich nimmt man da ganz viel auf, was man dann wunderbar in eine Moderation mit einweben kann. Und ich glaube, du nimmst auch immer was vom Max-Uffels-Preis mit. Also alleine, wenn ich mir so drei Podcasts des letzten Jahres anschaue, da war einmal The Case You, Alison Kuhn, Mein Vietnam hast du gemacht, Das letzte Land, das Science-Fiction-Kammerspiel. Also du hast Filme aufgegriffen, die hier laufen. Ist das Zufall oder ist das ein bisschen Absicht auch?
Das ist auch ein bisschen Absicht einfach, weil klar, ich bin hier unterwegs, ich, genau wie du, spreche mit den Filmschaffenden und finde sofort, okay, ich finde das Projekt super und das sticht heraus durch eine bestimmte Machart, eine Ästhetik oder auch häufig die Zusammenarbeit hinter der Kamera, also dieser kollaborative Gedanke ist uns auch sehr wichtig. Und es gibt immer vermehrter Projekte, wo du nicht eine Regie und eine Co-Regie hast, was auch schön ist, sondern wo du zwei Regisseurinnen auf Augenhöhe hast oder ein Editorinnen-Team, die sagen, wir sind zusammen wirklich die Head of Department. Und das dann mit aufzugreifen, finde ich super spannend und dafür ist natürlich das Max Ophüls Festival eine total dankbare Plattform. Und es ist auch wirklich beneidenswert. Also ihr habt jetzt natürlich einen solchen Quereinblick in die Branche, wie wahrscheinlich ganz wenige andere. Gibt es da schon Anfragen auch so, dass Leute eure Expertise noch in anderen Bereichen wollen? Ja, total. Also einmal kommen Anfragen natürlich für Projekte, die gerne in der regulären Folge mit dabei sein wollen. Und da geben wir den Ball immer so ein bisschen zurück, weil wir sind nicht so darauf ab, dass wir eine Werbeplattform sind. Außer derjenige kann uns wirklich auch erzählen, was wir von ihm lernen können oder andere Filmschaffende. Und das andere ist, dass wir über den Podcast hinaus halt tatsächlich auch Events organisieren oder Seminare, die beispielsweise mit dem Gedanken des kollaborativen Arbeitens zu tun haben oder ein Barcamp-Format, was wir jetzt schon ins Leben gerufen haben. Das heißt, dass Filmschaffende zusammenkommen und die Themen besprechen, die ihnen unter den Nägeln brennen und dazu dann auch wirklich überlegen, was können wir dazu verändern, wen brauchen wir, um das zu verändern. Also da auch wirklich Impulse zu geben, was wir aus dem Innersten heraus auch wollen, also im Gespräch zu bleiben und wirklich darüber zu reden, was können wir auch verändern gemeinsam, nicht alleine? Wenn du den Wunsch, einen Wunsch frei hättest, was du verändern könntest, direkt als erstes in der deutschen Filmlandschaft, was wäre dir da am wichtigsten? Mehr Offenheit. Mehr Offenheit, auch über beispielsweise finanzielle Themen zu sprechen. Auch darüber zu sprechen, ob das Fördersystem, was wir haben, so noch bestehen bleiben sollte. Oder ob es nicht auch an der Zeit ist, bestimmte Strukturen ein bisschen aufzubrechen. Und ich finde, das passiert natürlich auch schon. Und dem würde ich auch gerne mehr Schwung geben oder mehr Möglichkeit, darüber in den Austausch zu gehen und sichtbar zu werden für die Filmschaffenden, die sich nicht gesehen und gehört fühlen, dass die ihren jeweiligen Partner oder Partnerin finden, an der Stelle weiterzumachen. Das heißt, wenn jemand jetzt Feuer fängt und sagt, ja, mit euch will ich zusammenarbeiten, euch will ich irgendwie buchen für ein Barcamp oder so, wie erreicht man euch? Einfach unter www.indiefilmtalk.de nachschauen. Da sind unsere beiden E-Mail-Adressen susanne@indiefilm.de und eugene@indiefilm.de. Schreibt uns einfach, wir antworten, wir freuen uns und wir kommen mit euch in Kontakt. Und den Podcast, den hört man auf allen Plattformen, ne? Überall, wo es Podcasts gibt und Spotify, Apple, you name it. Wir sind überall unterwegs. Ich kann dich natürlich nicht weglassen, ohne dass wir noch drüber sprechen, was du jetzt hier auf dem Festival noch machst. Du hast natürlich nicht nur Everything Will Change moderiert bei der Eröffnung, was grandios war mit Corona-vollem Saal und Kameras, die in neuen Kinos übertragen haben. Du hast noch mehr Filme hier, ne? Paradies lief gestern. Heute ist es Ich von Zora Rux. Und dann 4 Sterne plus tatsächlich ist eben auch mit dabei. Das wird dann morgen Premiere haben. Super. Und ist das nochmal was anderes jetzt hier in dieser Corona-Form Gespräche zu führen? Wie nimmst du es wahr? Gibt es ein bisschen Festival-Atmosphäre? Gibt es. Und es hat eine ganz andere Qualität. Also zum einen die Gespräche, die nach den Filmen stattfinden, ich finde, die sind so herzlich und so warm wie auch sonst. Und man hat das Publikum da. Klar, es ist nicht voll besetzt, aber es ist trotzdem da und es stellt Fragen und es ist wissensdurstig. Und dann gibt es ja eben auch in der Branche die jeweiligen Treffen, die stattfinden können, wo man viel näher zusammenkommt. Also ich kriege mal, dass die Filmschaffenden, die am Tage selber da sind, gucken gegenseitig ihre Filme, weil die ja eben auch gerade an diesem Tage präsent sind und gehen darüber auch direkt in Gespräch. Also ich habe das Gefühl, dass gerade eine andere qualitative Verbindung und Kontaktherstellung stattfindet. Es ist richtig toll, dass du hier bist, dass wir uns auch mal wieder sehen auf dem Max Ophüls Preis Film Festival. Und ich wünsche dir ja viel Erfolg für alles, was du da so planst in deinem Podcast-Leben, in deinem Festival-Leben. Das ist richtig toll. Vielen Dank, Urs. Danke, Susanne Braun. Und du warst jetzt hier Gast und drüben hat Karl Zaungäste, kann man sagen, denn es folgt der Kurzfilm Zaun. Danke, Urs. Es geht letzten Endes um einen Zaun, der
vielleicht jetzt nicht ganz so was ist wie die Mauer, die Donald Trump mal vorschwebte. Aber es geht um einen Zaun, der auch bei uns in den Nachrichten immer mal wieder aufgetaucht ist zwischen Dänemark und Deutschland, der Wildschweine davon abhalten soll, ihre entfernten Verwandten, die Mastschweine, mit der afrikanischen Schweinepest zu infizieren. Und Hilke Rönnfeld, die jetzt dankenswerter aus Kopenhagen zu uns gekommen ist, hat zumindest mal diesen Zaun zum Anlass genommen, eigentlich zwei Geschichten miteinander zu verweben. Erzähl's selber vielleicht. Ja, genau, wie du schon sagst, es gibt die eine Geschichte von dem tatsächlichen Zaun. Und dadurch, dass ich komme aus Schleswig-Holstein, lebe in Kopenhagen und ich passiere die Grenze halt, also des Häufigeren mal. Und dann habe ich halt von diesem Wildschweinzaun erfahren und es war für mich einfach so, okay, jetzt wird da so ein Zaun gebaut und es war ein so ein Ereignis, was mich irgendwie berührt hat und ich weiß nicht, wusste nicht genau warum, aber es war wirklich so, weil es auch so, ja, wirklich die Gemeinschaften halt dort auch beschäftigt hat und ich habe es, ja, ich fand es irgendwie spannend, warum wird jetzt dieser Zaun gebaut, natürlich gibt es dafür logische Gründe, aber auch das, was es mit den Gemeinschaften dort vor Ort gemacht hat, ne, und wollte einfach untersuchen, woher das eigentlich kommt, dass ja, diese Grenzen gezogen werden mit diesem Zaun. Ich habe es dann aber auch zum Anlass genommen, irgendwie ja, für mich selber irgendwie herauszufinden, wieso dieses Thema für mich auf einmal so interessant wurde, warum ich darauf so reagiert habe. Und ich glaube, für mich war es dann interessant, die andere Geschichte in dem Film zu erzählen, wo es nochmal für mich eigentlich darauf zurückgeht, was ist eigentlich zwischen Menschen? Also wo liegen da die Grenzen? Rein auf der Beziehungsebene. Also in meinem Film geht es jetzt um die Beziehung von also in einer Beziehung sozusagen oder halt aber auch, wie es in der Familie zur Beziehung ist. Also einfach, wie wir da uns zu unseren eigenen persönlichen Grenzen verhalten, wie sehr wir eigentlich darauf bestehen, dass wir Individuum sind oder aber auch so dieser Wunsch, also eins mit dem anderen zu werden. Vor allen Dingen jetzt hier in dem Film in der Beziehung, in einer Liebesbeziehung zu jemandem anders. Und das ist halt die andere Geschichte. Ich finde das sehr spannend, weil zuerst, und vielleicht ist es auch durch meine Anmoderation kriegt, da hat das vielleicht auch schon so eine Konnotation, dass wir so eine Abwehrhaltung kriegen, wenn wir das Wort Grenze hören. Weil Grenze, wir sind eigentlich irgendwie in einer Gesellschaft, wo wir dachten, wir haben das Thema eigentlich überwunden, wenn wir über Grenzen nachdenken. Wir sehen aber auch, zumindest wenn ich deinen Film richtig verstehe, wo gerade eben im Kleinen die Grenze manchmal auch wichtig ist. Ich würde mal in einen ganz kurzen Ausschnitt in deinem Film reingucken, von dem ich glaube, dass da vielleicht schon der Grenzübertritt stattfindet. Wir gucken mal ganz kurz in den Film Zaun rein. Also eigentlich ja erstmal eine sehr harmonische Situation zwischen Ebba und Jona, die aber, zumindest meine ich so zu verstehen, dann kurz vorm Kippen ist. Ne? Es fällt, glaube ich, dann sogar noch das Wort Stopp relativ laut. Ne? Mhm. Ich fand das sehr spannend, weil du gesagt hast gerade eben auch, es ging dir darum zu untersuchen. Und wir haben ganz oft, wenn wir hier im Festivalfunk oder auch egal wo wir über Filme sprechen, haben wir immer direkt so eine Diktion des Absoluten, dass es ultimativ ist. Der Film ist das Ergebnis eines langen Prozesses und das ist die Aussage. Du sprichst aber vom Untersuchen, was so was Neugieriges hat, wo man den Eindruck gewinnt, der Film ist der Weg zum Ziel letzten Endes. Vielleicht kannst du das ganz kurz beschreiben, was das mit deiner Arbeit zu tun hat. Ja, also für mich ist es total wichtig zu untersuchen, weil ich in dem Sinne wissen möchte, warum mich das beschäftigt, weil ich auch ganz häufig sehe, das, was mich beschäftigt, beschäftigt auch andere. Und ich glaube, vor allen Dingen, wenn es um so persönliche Grenzen geht, kann ich das in meinem gesamten Umfeld sehen. Also wie sich die Menschen oder meine Freunde auch verhalten. Es gibt diejenigen, und da ist ja auch der Ebba-Charakter hier in dem Film so, die total auf ihre Grenzen bestehen und es auch brauchen für sich selber, dass sie halt wirklich auch sich zurückziehen können und sich auch abgrenzen können. Und dann habe ich aber auch Freunde, die total, das überhaupt nicht so ein Grenzgefühl überhaupt entwickeln und total die Nähe bevorzugen und auch einfach das überhaupt nicht so spüren, dass da jetzt irgendwie ihr Individualismus in Gefahr ist oder so. Und ich glaube, da gibt es
also hat jeder Mensch, glaube ich, das unterschiedlich, wo er da so auf dieser Linie sich bewegt. Und in dem Film sind es halt diese beiden Charaktere, wo ich sehen wollte, was passiert denn mit diesem unterschiedlichen Verständnis von Grenze, wo jetzt diese beiden aufeinander treffen. Und genau wie man es ja auch in Beziehungen, also jeder, glaube ich, kennt das, wie die beiden das halt miteinander ausfechten oder auch manchmal auskämpfen, wie hier in der Szene. Und manchmal auch in ganz viel milderen Versionen ist es halt nur irgendwie, ja, irgendwie vielleicht ein Streit oder irgendwie sowas, was wir ja auch kennen, wo das dann auf einmal irgendwie zu einem Konflikt führt. Aber ist das quasi dann die Forschungsmethode, der Drehprozess, weil du eben von dieser Untersuchung sprichst? Oder war das letzten Endes dann doch, wie viele andere Filme, die Stufe davor, dass es bei der Stoffentwicklung, beim Drehbuchschreiben passiert und du filmst es dann letzten Endes nur? Also wenn du von der Untersuchung sprichst, meint man, als sei das Set ein Forschungslabor, jetzt mal übertrieben gesagt. Also wir haben zum Beispiel schon also viel, glaube ich, im Drehbuch entwickelt und ich glaube, da hat eigentlich also die Hauptarbeit oder Untersuchung auch stattgefunden, weil wir schon mit einem geschriebenen Drehbuch dann also ans Set gekommen sind. Wir haben dann aber auch am Set mit den Schauspielerinnen auch das Thema noch weiter bearbeitet, vor allen Dingen, wie wir es auch in dieses Physische legen wollten, zum Beispiel in der Szene, die wir gerade gesehen haben, die war so nicht geschrieben in dem Sinne, dass Emilia da über den Tisch springt oder wie sie am Ende auf dem Boden enden. Das ist dann auch sowas, wie die beiden sich in ihren Charakteren halt gefühlt haben und ja, und wie es dann sich, sag ich mal, abgebildet hat. Ich glaube, der Untersuchungsprozess, also ich glaube, ich hatte schon, ja, ich würde sagen, also schon eine konkrete Idee dann auch, also ja, was ich halt dann auch, also quasi in dem Film halt schreiben wollen möchte, aber ich glaube, vieles wird einem auch eigentlich später erst über diese Thematik dann auch klar oder so viele Sachen, die man eigentlich erst versteht, wenn der Film eigentlich fertig ist, warum einen Sachen so faszinieren und was es ist, aber es gibt auch immer noch Sachen, die ich auch nicht weiß in dem Sinne oder wo ich auch denke, dass kann man auch so, glaube ich, dann nicht als so eine konkrete Antwort irgendwie finden. Ich finde das Mindset irgendwie interessant, dass man da quasi mit einer Demut an die Arbeit geht und nicht sagt, ich habe die Weisheit mit Löffeln gefressen und mein Film ist die ultimative Antwort auf diese eine Frage. Und das finde ich auch ganz schön, dass es in dem Film offen bleibt und vielleicht braucht man auch gar nicht weiter über diesen Film jetzt zu sprechen, weil am Ende sollen dann die Bilder für diesen Film sprechen, die exzellent sind, weil Punkt, so. Lass mal einfach mal so stehen. Ich wollte mit dir aber noch über was anderes sprechen. Also der Film Zaun sei Ihnen sehr ans Herz gelegt, weil er sich mit einer sehr spannenden Frage der Grenze beschäftigt. Was mich aber noch beschäftigt hat, ist, weil ich dich gegoogelt habe und dachte, und ich habe erfahren, dass du Nautik studiert hast, das heißt, oder zumindest mal angefangen hast, also du wolltest zur See fahren als Kapitänin. Ist das richtig? Ja, das ist richtig. Ja. Ich habe schon Nautik studiert, ich habe auch fertig studiert, ich habe mein Diplom gemacht und ich bin auch ein paar Jahre zur See gefahren und hatte aber immer schon die Leidenschaft, Filme zu machen, hat es aber, glaube ich, immer so ein bisschen in die Hobby-Ecke geschoben, weil ja, irgendwie, glaube ich, braucht man auch erstmal so ein paar Jahre, oder ich brauchte ein paar Jahre, um mir wirklich klar darüber zu werden, dass ich Film machen möchte. Und meine Alternative war dann in der Zeit zur See zu fahren. Ja. Ja, aber das ist ja, sind ja komplett unterschiedliche Welten. Also es läuft ja hier auch ein Dokumentarfilm, der sich auch mit Stories from the Sea befasst. Aber das erscheinen mir wie zwei komplett konträre Welten. Wie passt das zusammen? Ist jetzt doof gefragt, aber wie kam dieser Wechsel? Oder wann hast du gesagt, ich kehre der See den Rücken? Oh, schwer zu sagen. Also ich glaube, ich bin tatsächlich ein sehr sozialer Mensch. Ich bin zwar recht introvertiert, aber ich glaube, irgendwann muss man sich auch vorstellen, dass es, also ich glaube, wir haben alle eine sehr romantische Version von der Seefahrt, also hatte ich auch, bevor ich es studiert habe und das war, glaube ich, auch der Grund, warum ich es unter anderem begonnen habe, von so dem einsamen Seebärenleben und man braucht nichts und nur das, die weite Meer und natürlich auch die Welt sehen, aber der tatsächliche Beruf hat dann gar nicht mehr so viel damit zu tun und ich glaube, dann war halt einfach die Entscheidung für mich eigentlich klar, dass ich doch mehr ein normales, soziales Leben haben möchte und vor allen Dingen halt auch dann kreativer arbeiten möchte. Und ich tatsächlich aber auch feststelle, dass es Gemeinsamkeiten gibt, also so am Filmset und auf dem Schiff, also so die Arbeit mit der Crew und so, da sind schon so Zusammenhänge, die ich feststelle, dass es mir auch hilft,
jetzt auch mit der Arbeit am Set oder so. Nur, dass du abends dann eben in dein Zuhause gehen kannst und nicht in eine Kajüte irgendwo auf dem Schiff und so ausgeliefert bist. Es hat sich, also dieser Wechsel hat sich für uns auf jeden Fall gelohnt, weil sonst wäre wahrscheinlich der Film Zaun nicht entstanden, der hier im Wettbewerb, kurz im Programm, Nummer 2 läuft. Unbedingt ansehen. Urs, wir wechseln jetzt auch mal so ein bisschen die Seite quasi von der Zuschauerperspektive in die Branche rein. Mhm. Bitte schön. Ja, sehr gerne, denn ich habe Philipp Raube hier, der Head of Mob Industry, kann man sagen. Aber ich muss erst mal sagen, ich bin ganz beeindruckt. Eine Kapitänin hatten wir, glaube ich, noch nie beim Max-Uffels-Preis. Ich finde das trotzdem beeindruckend. Ich habe einen Bootsführerschein im Kleinen. Das mehr hat es nicht. Ich bin mal Tretboot gefahren. Aber toll. Also das ist ja wirklich auch das Spannende, wie unterschiedlich die Lebensläufe sind, dieser Filmmenschen, die du hier zusammenführst. Ne? Absolut. Also man hat alles irgendwie dabei. Aber ich glaube, zum Filmmachen gehört ja vor allem auch Lebenserfahrung. Also das ist ja ganz entscheidend. Also um Geschichten zu erzählen, braucht man halt diese Lebenserfahrung, die aus ganz verschiedenen Teilen zusammenkommt. Deine Aufgabe ist es, genau diese, ja, ich sag mal, Vernetzungsplattformen zu bieten, die so ein Festival dann eben lebendig machen. Worauf kommt es denn dir da besonders an? Gibt es da so irgendwas, wo du sagst, das ist das Wichtigste? Also am wichtigsten für mich ist, diese Brücke zu schlagen. Also wir verstehen uns ja als Filmfestival für den deutschsprachigen Nachwuchs, der nicht, also man sagt nicht deutschsprachig, sondern wir akzeptieren natürlich alle Sprachen, aber es sind die Regionen, aus denen wir... Deutschland, Österreich, Schweiz. Genau. Und wir gucken ja vor allem auf den Nachwuchs. Und der Nachwuchs soll die Brücke haben in die Branche. Also alle, die ihre Filme hier präsentieren, sollen natürlich der Branche halt vorgestellt werden. Und genau das versuchen wir halt bei Mob Industry oder dieses Jahr Mob Connect. Das ist total wichtig. Wir merken es auch hier oft. Für viele ist es das erste richtige große Interview. Genauso ist es natürlich auch für viele das erste große Festival überhaupt. Und ich würde mal sagen, wir haben mal wieder ein Glas Sekt hier. Erstmal vielen Dank dir, dass du das hier wieder auf die Beine gestellt hast. Darauf nehmen wir mal einen Schluck Cremant. Und man muss ja natürlich auch sagen, du hast es in einer sehr schwierigen Zeit übernommen. Du hast es letztes Jahr begonnen mit einer reinen Online-Ausgabe, die aber auch sehr mit vielen Industry-Möglichkeiten behaftet war. Und jetzt dieses Jahr Hybrid. Erzähl mal, hattet ihr irgendwann mal auch noch geplant mit einem normalen Festival oder bist du der Experte für diese Pandemie-Festivals? Man könnte es fast meinen, genau, ich habe es letztes Jahr übernommen und bin mit der Aufgabe quasi an den Start gegangen, okay, wie übertragen wir alles in den digitalen Raum? Und ja, wie macht man das? Also das hat ja noch keiner gemacht, deswegen haben wir mit ganz vielen Kollegen gesprochen, in München, in Berlin, wie habt ihr das gemacht? Was waren eure... Ziele, was waren eure Tools, was waren eure, ja, alles. Und haben uns dann verschiedene Online-Möglichkeiten überlegt. Dieses Jahr war es tatsächlich zeitmäßig ein bisschen schwieriger und weil wir gar nicht... Sag mal, wann ist die Entscheidung gefallen? Im November, glaube ich. Ach, 2 Monate. Genau, und in 2 Monaten, und es war wirklich, Svenja, Olli und Sven haben sich eingeschlossen, haben überprüft und geguckt, wie geht es mit dem Festival weiter, weil das aktuelle Programm kann quasi so nicht umgesetzt werden, es ist klar. Und dann wurde das Team informiert, als der weiße Rauch stieg. Und, Papstwahl. Und dann wurden wir quasi in unseren Departments losgeschickt und haben, es wurde gesagt, überlegt mal, wie können wir es so machen? Und dieses Jahr, deswegen haben wir den Namen auch ein bisschen angepasst, weil es nicht in der Form funktioniert, in der es sonst funktioniert. Es ist nicht mehr Mob Industry, sondern es ist Mob Connect. Mhm. Wir legen einfach einen ganz klaren Fokus darauf, dass Menschen sich miteinander verbinden können. An wen richtet sich das? Ans Branchenpublikum. Also an unsere Filmschaffenden insbesondere, die wir einladen mit den Wettbewerbsfilmen. Aber natürlich auch jeder, der Lust und Interesse hat, sich zu vernetzen. Von zu Hause aus? Von zu Hause aus. Online natürlich. Mhm. Und dann mit uns trotzdem hier hybrid in Saarbrücken zu sein. Ihr habt ein paar tolle Formate, die eben da auch übertragen wurden. Magst du vielleicht deine 2, 3 Highlights nennen, was da so uns erwartet in dieser Woche? Ich liebe es ja, über das Scheitern zu sprechen und über Fehler, die man gemacht hat, weil ich glaube, daraus lernt man einfach am allermeisten.
Und ich glaube, ich darf sagen, dass das Svenja und mein Lieblingsprogrammpunkt ist. Das sind die Silver Linings. Mhm. In den Silver Linings laden wir immer zwei ProduzentInnen ein, die über ihre Expertise, über ihr Leben als ProduzentInnen sprechen. Wir haben zwei ganz tolle Produzenten dabei. Mehr Infos auf jeden Fall auf der Website. Man kann sich dafür auch noch anmelden. Mhm, super. Und ja, das Scheitern steht im Vordergrund. Also, was waren die Fehler, ich find's die klasse. Ich gemacht habe? Ja, ihr habt Arash Riahi dabei, der mit Fuchs im Bau auch hier schon mehr, also letztes Jahr erfolgreich war, aber auch generell schon öfter hier beim Offelspreis war, den man also auch kennt. Und das ist natürlich dann auch spannend, bei so jemandem, der echt auch Erfolg hatte, hinter die Fassade zu schauen. Unbedingt. Ja. Es gibt aber auch Speed-Dating und ein Drehbuchprogramm, Pages to Frames. Wie kann man sich das vorstellen? Pages to Frames ist ein Programm, was wir zusammen mit Henning Adam entwickelt haben. Und das richtet sich vor allem auch an Nachwuchsproduzentinnen, aber auch an etabliertere Branchenvertreterinnen. Und da geht es einfach darum, die Literaturbranche stärker mit der Filmbranche zu vernetzen. Also was ist aktuell an Drehbuchrechten eigentlich da? Wo kann ich, welche Romanvorlage kann ich adaptieren? Und da bringen wir 15 Vertreter von Verlagen zusammen mit 15 Produzentinnen. Ah, das ist natürlich super, weil da kommt man als Nachwuchs natürlich sonst schwer ran an die vorliegenden Stoffe, ne? Absolut, aber ich glaube, es ist auch so ein bisschen, hat man auf beiden Seiten zu viel Respekt, aneinander zu treten. Und dabei sind genau solche Veranstaltungen halt die wichtigsten, dass man einfach sagt, okay, wir bauen Hürden und Schwellen ab und bringen Leute mal zusammen. Und das funktioniert natürlich auch total gut digital. Und ihr habt natürlich Panels, die auch dazu gehören, die Mob-Panels, wo dann einfach Menschen in Austausch treten und über die Filme sprechen und was hier passiert. So, ne? Genau, da haben wir dieses Jahr unseren Schwerpunkt gelegt auf die Filmemacherinnen, die ihre Filme präsentieren und sie einfach mal miteinander sprechen zu lassen darüber, wie sie Filme machen. Super. Also ganz anders, nicht einfach ein Thema zu greifen aus der Branche, was gerade aktuell ist, sondern wir wollten halt einfach den Zuschauerinnen und Zuschauern einfach die Möglichkeit geben, hinter die Kamera zu blicken, was dort halt passiert. Was sonst vielleicht eher bei Lolas Bistro passiert ist. Das hier ist ja unser, ich sag's immer gerne, letztes Überbleibsel. Diese Bar hat Olli Häfele gerettet und hier uns in den Festivalfunk reingesetzt. Ja, du bist ja selber auch aus der Praxis, also muss man ja mal sagen, du bist Produzent, freier Produzent und zwar ziemlich erfolgreich. Um nur mal zwei Filme zu nennen, also Schwimmen von Luzi Lohse, damals in Hof gleich den Goldpreis gewonnen und jetzt Tala Vision, erst den Studenten-Oscar und jetzt auch noch auf der Shortlist Live-Action-Shortfilm, nominiert für den Oscar. Also muss ich sagen, großen Respekt. Wie machst du das alles nebeneinander? Gute Frage. Also es ist schon, ich weiß es nicht, also es passiert ja auch einfach, ne? Also fragt dich ja auch keiner. Ich bin auf die beiden Filme sehr, sehr stolz, muss ich sagen, weil sie einfach was mit mir gemacht haben. Und das war, glaube ich, für mich die Möglichkeit, die Filme halt auch so weit zu begleiten. Was haben sie denn mit dir gemacht? Bei Schwimmen war es diese Geschichte, das ist eine Geschichte über eine sehr, sehr enge Freundschaft von zwei Mädchen in ihrer Jugend. Und ich hatte so eine ähnliche Freundschaft, also so eine destruktive Freundschaft in der Jugend. Und ich konnte mich so gut mit den beiden Hauptdarstellerinnen oder mit den beiden Charakteren vielmehr verbinden, dass ich gesagt habe, der Film, der muss Leute sehen. Bei Tala Vision ist es halt einfach so, dass es ist ja ein Film über ein kleines Mädchen, was in Syrien aufwächst und ihr einziges Mittel ihr genommen wird, der Fernseher, mit dem sie quasi ihre Freiheit hat. Sie ist eingesperrt zu Hause in ihrem Apartment aufgrund der Kriegsumstände. Und wenn man über Flucht spricht, wenn man darüber spricht, wie Europa die Grenzen hochfährt, wie wir denken, dass es vermeintlich nicht unser Problem ist, ist es mir wichtig, diese Themen halt aufzugreifen und darüber auch zu sprechen. Mhm. Und vor allem Leuten klarzumachen, was sind die Fluchtgründe? Warum müssen Menschen
von zu Hause weg. Mhm. Das war mir da wichtig. Ich finde, beide Filme haben eine unfassbare Intensität. Also da hast du einen absoluten Riecher bewiesen und, glaube ich, auch die richtigen Mittel angesetzt, damit diese Filme auch die Öffentlichkeit erreichen. Aber jetzt wäre für mich halt auch die Frage, profitierst du von diesem Produzentenwissen und diesen Erfahrungen für eine Aufgabe wie diese jetzt hier beim Max-Office-Preis? Ich glaube unbedingt, aber ich glaube auch, dass sich das gegenseitig profitiert. Also einmal natürlich die Praxis, das, was ich da rausnehmen kann, gebe ich ja auch mit rein hier, weil was möchte ich hier als Produzent aus der Perspektive haben? Und gleichzeitig nehme ich ja auch die Kontakte hier mit. Also mich hier mit den Menschen zu verbinden und zu vernetzen, nehme ich ja auch wieder in meinen normalen Berufsalltag mit. Und das ist mir total wichtig. Du bist auch ziemlich in den Fußstapfen unserer Festivalleiterin hier, ne? Svenja Böttger. Die hat, bevor sie das hier angefangen hat, den Empfang der Filmhochschulen geleitet, der immer während der Berlinale stattfindet. Und du warst dort ihr Nachfolger. Genau. Was hast du da gemacht? Was kann man sich darunter vorstellen? Ist ja auch ein spannendes Nachwuchstool, sage ich jetzt mal. Unbedingt. Also es ist eine unglaublich bereichernde Erfahrung, weil du aus dem Nichts alles schaffst quasi und nicht nur du. Da steckt ja ein Team hinter von 30, 40 ehrenamtlichen Studierenden, ja. Muss man ja auch sagen. Es ist eine Veranstaltung von Studierenden für Studierende und das ist immer wieder, jedes Jahr kriege ich wieder Gänsehaut, was da auf die Beine gestellt wird. Also unfassbar professionell. Unfassbar viel Ehrgeiz wird da reingesteckt, um der Branche die Vernetzungsmöglichkeiten mit den jungen Filmschaffenden zu ermöglichen. Und vor allem Pitching, ne? Also die Stoffe, die neuen Ideen werden dann den anwesenden Branchenmitgliedern nahegebracht. Genau, also es geht immer darum, quasi noch nicht gedrehte Stoffe der Branche vorzustellen und zu sagen, hier sind wir, das machen wir. Und Pitchings gibt es hier auch, ne? Gelesen. Ja, gibt es. Das ist das Filmdebüt im ersten Pitching. Mhm. Das wird im kleinen Rahmen ausgerichtet unter den Debütredakteurinnen. Und dort gibt es demnächst quasi die Auflistung für unsere Branchen. Aber das ist natürlich auch wieder der nächste wichtige Schritt, weil das sind diejenigen, die entscheiden, welche Filme werden mit Sendermitteln ausgestattet, von Redaktionen begleitet. Dafür ist es genau wichtig. Und das ist ja die Schwierigkeit. Wir haben kein Lolas Bistro dieses Jahr, wo man sonst entspannt bei einem Glas Sekt das machen kann. Ich würde sagen, wir stoßen jetzt nochmal an. Du machst einen richtig tollen Job mit deinem Team. Vielen Dank, dass du uns hier die Mob Industry in Online-Hybrid und live gleichzeitig zelebrierst. Also Dankeschön. Philipp Raube, vielen Dank. Der hier die Mob Industry leitet. Und ich sehe, drüben ist auch schon Simin und auch sie hat wieder Gäste, was Philipp und mich besonders freut. Ja, meine Gäste haben sich gerade natürlich zu Recht nicht beschwert. Sie haben nur kurz angemerkt, wir haben keinen Cremant da, Urs, aber du darfst uns gerne welchen bringen, dann fangen wir schon mal. Wir stehen an der Bar. Genau das. Ich bestell mal da vorne bei dir. Wir gucken mal, was da ist. Bitte drei Cremant. Okay. Und währenddessen fangen wir hier an. Als ich gesehen habe, dass Marlene Fahlin und Max Rauer wieder einen Film gemacht haben und der hier auch gleich wieder auf dem Ofels läuft, da habe ich natürlich sofort gesagt, yes, da freue ich mich drauf. A, weil die beiden super Filme machen und B, weil wir uns schon mal kennengelernt haben. Und zwar vor 3 Jahren war das. Da waren die beiden nämlich mit ihrem Kurzfilm Hot Dog hier. Und falls ihr sich jetzt nicht oder falls ihr euch jetzt nicht direkt daran erinnert, das war ein Film, da ging es um die Vagina. Genau. Genau. Und wir haben Karl damals zum Erröten gebracht und wurden selber auch ganz rot. Aber das war ein super Film. Und ich fand euren jetzigen Kurzfilm, nicht die 80er, auch sehr, sehr gut. Sehr unterhaltsam. Dabei geht es um ein ernstes Thema. Das wollen wir aber jetzt noch nicht gleich zu Beginn direkt verraten, falls Zuschauer, Zuschauerinnen hier den Film noch nicht gesehen haben. Sondern erstmal ist das ja auch eine Kennenlerngeschichte. Ja, es ist eigentlich ein Liebesfilm. Mhm. Ganz klassischer Girl meets Boy ungefähr. Mhm. Und man sieht zwei jungen Menschen dabei zu, wie sie sich ineinander verlieben. Genau, und erstmal ist es halt auch so, wie es sein soll. Der Film kommt wie eine Liebesgeschichte daher. Wir schauen mal kurz rein. Das erste Mal habe ich ihn durchs Fenster gesehen. Er stand da im Innenhof und sah irgendwie alleine aus. Naja, wahrscheinlich, weil er halt allein da stand.
Ich fand ihn süß und habe vergeblich versucht, Kontakt mit ihm aufzunehmen. Bis. Bis ich angefangen habe, Sachen zu bestellen, die ich gar nicht brauche. Und irgendwann hat er sie angenommen. Hi. Hi. Sind die alle für mich? Ja. Er hat einen kleinen Leberfleck an seinem rechten Finger und hinter dem linken Ohr. Das hier ist leider ein bisschen kaputt gegangen. Das ist okay. Okay. Ciao. Tschüss. Vielen Dank erstmal für diesen super Flirt-Trick. Da bin ich ja noch nie drauf gekommen. Ja, ne? Gut. Also wir fanden es auch beim Schreiben extrem krass schlau. So, voll clever. So, wenn irgendwie ein Paketzusteller schreibt, wo soll das abgegeben werden? Habe ich nur leider jetzt keine in meiner Nachbarschaft, wo ich es abgeben lassen kann. Naja, man kann auch nicht alles haben. Ne? Was mir auffällt, was mir auch schon bei Hotdog aufgefallen ist, sind diese wunderbaren kleinen Nahaufnahmen, diese kleinen Schnitte, dass man da diesen Leberfleck sieht und so, dieses Verspielte. Warum, also das ist ja schon fast ein Stilmittel, was ja, immer wieder, dem ihr euch bedient. Ja, ist eine gute Frage. Ich glaube... Ich weiß nicht, also... Der Kameramann weiß nicht, warum. Der Kameramann hier naja, ich glaube, das hat viel damit zu tun, wie wir so die Welt wahrnehmen und wie wir das gerne erzählen. Also, wenn ich da... Wir denken natürlich viel an beim Schreiben oder beim Auflösen an unsere eigenen Geschichten. Und ich habe das schon mal erlebt, dass ich einen Leberfleck ganz toll fand. Am Ringfinger. Deswegen, also das fließt da natürlich mit ein. Und ich glaube sozusagen, das sagt natürlich ganz viel, pointiert, so ein kleiner Blick, so eine kleine Aufmerksamkeit, wo man schnell was erzählen kann. Mhm. Ja, Leberwurst. Ich kann euch jetzt einmal rübergeben. Ich gebe direkt, bitteschön. Und auch Simin kriegt einen Sekt. Natürlich. Vielen Dank. Ja. Bitte, ich will euch nicht länger stören. Prost erstmal. Prost, vielen Dank. Auf euren Film und dass ihr im Wettbewerb seid. Dankeschön. Ja, diese kleinen Details, also so, erinnert dann natürlich sofort irgendwie auch an Amelie oder sowas. Ne? Das waren ja so, war ja so mit der große Film, der das so das erste Mal gemacht hat. Aber was ihr auch besonders gut macht, ihr zeigt den Film aus zwei Perspektiven. Einmal aus der von Anton und einmal aus der von Lucy, immer wieder im Wechsel. Warum habt ihr das so gemacht? Auch wieder, weil es sozusagen Liebesfilm ist. Und wir fanden es super interessant, dass die beiden Charaktere jeweils in der eigenen Szene super unsicher sind. Mhm. Und dass es ja auch immer zwei Sichtweisen auf eine Sache gibt. Egal, ob es eine Liebesbeziehung ist oder auf Blumen. Ja. Jeder hat zwei unterschiedliche Sichtweisen. Und das fanden wir irgendwie mega interessant, das irgendwie dieses Aufeinandertreffen so zu zeigen. Ja, und beide waren eigentlich ganz unsicher in der Szene. Aber man nimmt es gar nicht so wahr, sondern es ist halt für den einen, denkt man, oh Gott. Das alles war's. Ist schlimm. Das war schlimm, aber dabei ist es für den anderen vielleicht genauso. Ja. Man steckt aber fest, ja. Genau, wir wollen noch mal eben in den zweiten Ausschnitt reingucken. Da sehen wir nämlich die erste Szene, das erste Treffen sehen wir aus der Sicht von Anton. Naja, ich war gerade dabei, die Seite ein drittes Mal zu lesen, als es geklingelt hat. Ja? Ich habe gar nichts bestellt. Hi. Hi. Ey, ich habe ein paar Pakete angenommen. Ah, sind die alle für mich? Sie hatte diese kleine Locke. Als wäre sie im Meer gewesen. Hm? Ja. Ja. Tschüss. Okay.
Vielleicht hätte ich die Pakete doch nicht annehmen sollen. Und er lächelt. Dann doch. Aber ihr Plan ist ja voll aufgegangen. Ja, war clever. Also ich finde, das kommt sehr gut raus. Jetzt war sie in dieser Sichtweise, war sie ja sehr tough und er schüchtern und vorher genau umgekehrt. Der Satz, den er da am Ende sagt, vielleicht hätte ich die Pakete doch nicht annehmen sollen, der gibt dann den ersten Hinweis, beziehungsweise schon eigentlich schon den zweiten Hinweis, auf euer Hauptthema. Und zwar kommt dann, wenn die beiden dann ihr erstes Date haben, kommt dann, nachdem sie ihn spontan geküsst hat, raus, dass er HIV-positiv ist. Genau, genau. Das ist sozusagen das Thema. Die beiden verlieben sich total ineinander und Anton weiß, er muss ihr das irgendwann sagen oder nicht muss, das ist ja sozusagen auch total freiwillig mittlerweile. Er möchte es ihr sehr gerne sagen, weil er sich leider in sie verliebt. Und der Film geht sehr viel mit darum, wie wir sind alle mittlerweile sehr aufgeklärt und denken, wir sind aufgeklärt oder sind es auch größtenteils. Und uns ist während diesem ganzen Film oder während diesem Prozess ist uns aufgefallen, dass man über HIV fast gar nicht aufgeklärt ist. Nee, das stimmt. Und das Interessante war irgendwie so, dass wir mal diese Sichtweise zeigen wollen, was ist, wenn man aufgeklärt ist oder denkt, man ist aufgeklärt und dann wird man damit konfrontiert und weiß selber nicht, wie man damit umgehen soll. Mhm. Und das war so ein bisschen das Interessante oder ja, was wir sozusagen zeigen wollten. Mhm. Also da geht ja bei ihr dann das Kopfkino los, während sie so vordergründig so tut, so ja, ja, gar kein Problem, ich weiß, hier ist nicht mehr unbedingt ansteckend, wenn man die richtigen Medikamente nimmt und so weiter. Aber was in ihrem Kopf dann, also ich habe mich da total wiedergesehen, weil ich habe dann auch gedacht, so, oh mein Gott, weiß ich wirklich alles über HIV und über AIDS? Ich glaube nicht, dann kramt sie in ihren Gedanken, ist natürlich erstmal ein richtiger Downer für diese ganze Verabredung, die sie da haben und dieses zarte Pflänzchen der Liebe. Genau, also ja, und das ist ja auch das Ding, man ist oft, man ist halt stecken geblieben in der Schulzeit, wo einem das beigebracht wird mit so einem Fernsehschrank, der wird einem rausgerollt und dann geht man Viren durch und dann ist da unter anderem der HIV-Virus mit drin und einem werden immer noch die Bilder aus den 80ern extrem gezeigt, die auch natürlich sehr schlimm sind und waren. Aber niemand redet darüber, was es heißt, heute HIV zu haben. Und ganz viele sind noch in dieser Welt drin und wissen gar nicht, wie man damit umgeht. Mhm. Ich glaube, das war so ein bisschen der Hintergedanke. Ja. Wolltet ihr auch so ein bisschen Aufklärung betreiben? Na, was heißt Aufklärung? Also wir haben uns halt selbst auch dabei erwischt, dass wir zum Beispiel nicht wussten, dass man mit einer Tablette am Tag diesen HIV-Virus unter der Nachweisgrenze halten kann und dann nicht mehr ansteckend ist. Und ich glaube, das ist ein ganz rationales Argument. Und trotzdem erwischen wir uns dann auch dabei, dass wir denken, aber was ist damit oder was ist damit? Und ich glaube, zu sagen, das ist okay, aber wir müssen darüber reden, dass es so nicht ist, damit sich das aufweicht, damit eben Leute, die HIV-positiv sind, nicht unter diesen Stigmata leiden mehr, wo sie immer weiter mit konfrontiert werden trotzdem. Auch mit Leuten, die so vermeintlich aufgeklärt sind wie wir. Mhm. Woher kam die Idee für diesen Film? Die Grundidee hatten die zwei ProducerInnen. Wir hatten insgesamt vier, aber das waren die zwei, die auf einen Artikel gestoßen sind von dem Christopher Klettermeier. Und das ist ein HIV-Aktivist, der einfach über seine eigenen persönlichen Szenarien oder Erfahrungen erzählt. Und genau, so kam irgendwie die Idee, was ist, wenn man das auf einem Date, man trifft jemanden, aber wir zeigen das sozusagen auch als Einstieg aus der Perspektive von der Person, die es nicht hat und wie die damit umgeht und eben nicht damit umgehen kann, es voll gerne möchte, aber es irgendwie nicht hinbekommt. Mhm. Und genau, so kam eigentlich die Idee. Ihr zeigt ja auch eigentlich eine Lösung, wie man damit umgehen kann und wie man damit nicht umgehen kann. Also das war euch auch wichtig, so einen Ausstieg daraus zu finden. Es hätte ja auch einfach da abbrechen können, der ganze Film. Ja, ich glaube, das wollten wir auf gar keinen Fall, weil im Endeffekt, es sind zwei Menschen und das ist deswegen haben wir auch, wir haben immer über diesen Film nachgedacht, als es ist ein Liebesfilm und eben nicht ein Aufklärungsfilm über HIV. Wir haben zwar eine kleine Animation mit drin, die sozusagen Basics aus der Grundschule oder aus der Schule erklären, die halt jeder kennt. Aber das war uns super wichtig, dass irgendwie die zusammen oder sie einen Schritt drauf zugeht und sie hat Scheiße gebaut und sie sieht es irgendwie ein. Und das war uns irgendwie wichtig, dass
Aber eben auch nicht sozusagen dieses ganz schnelle, jetzt habe ich alles verstanden und ja, ist alles für mich okay, sondern eben mit einem kleinen Twist am Ende. Und das braucht halt vielleicht auch dann Zeit, aber ich glaube trotzdem, dass man das halt überwinden kann. Und so kann man, wenn man darüber aufgeklärt ist, arbeitet man daran und dann kann man eben solche Stereotype auch überwinden. Mhm. Das ist uns wichtig, dass eben dieser Schritt aufeinander zu am Ende da noch drin war und dass man nicht sagt, so ist das jetzt und da gibt es keine Lösung raus. Also gibt es natürlich einen Ausweg. Ja. Von daher ein sehr wichtiger Film, der nochmal wieder ja, dazu einlädt oder anstößt, über das ganze Thema nachzudenken. Vielleicht auch mal sich zu Hause hinzusetzen und mal ein bisschen zu googeln. Und dann beim nächsten Date, falls es vorkommen sollte, nicht gleich kurzzeitig die Flinte ins Korn zu werfen. Ich will jetzt nicht spoilern, weil sonst, wir wissen ja noch nicht, wie die Liebesgeschichte ausgeht, wenn wir den Film nicht gesehen haben. Ja, ein ganz wunderbarer Film, nicht die 80er, deswegen heißt es auch, wir sind nicht mehr in den 80ern, auch was das Thema HIV angeht. Zu sehen im Wettbewerb Programm Nummer 2. Und Sonja, du hast da vorne auch einen Kurzfilm, richtig? Richtig, genau. Zeitpunkt X. Und der Zeitpunkt X ist jetzt gekommen, um mit Simon Schneider und Franziska Wieden zu reden über den Film, über den Kurzfilm. Schön, dass ihr da seid. Hallo, freue mich. Ihr seid ja beide, ich hatte heute schon einen Talk mit André Czardenings über Bulldog und der ist auch von der IFS in Köln. Ihr seid auch Absolventin und Absolvent von der Kölner Schule und das ist euer Abschlussfilm. Wir gucken direkt mal rein, würde ich sagen. Es geht um Herrn Zetsche, der ist Bauleiter, der gerade ein Projekt gerettet hat. Also er ist wirklich so stolz und so froh und das ist alles so toll gelaufen. Gucken wir uns mal an. Was? Oh! Nicht so was. Nein. Jetzt passt es aber, oder? Auf Sie, Herr Zetsche. Nein. Doch, doch, das war wirklich beachtlich. Da haben Sie uns eine Menge Ärger erspart, gerade jetzt im Wahljahr. Ja, vielen Dank. Ja, Respekt, Herr Zetsche. Ich muss sagen, so einen effektiven Sprint habe ich auch noch nicht mitbekommen. Ohne Sie wäre das hier alles noch Rohbau. Ja, aber danken Sie mir erst, wenn wir hier fertig sind. Noch haben wir nicht die Freigabe. Ach, ja, da mache ich mir bei Ihnen überhaupt keine Sorgen. Wissen Sie denn eigentlich schon, wie es bei Ihnen nach der Eröffnung weitergeht? Ja, es gibt schon verschiedene Angebote. Jetzt mit der neuen Hochgeschwindigkeitsstrecke. Die haben auch Probleme mit dem Zeitplan. Ja, aber ich bin mir da, vielen Dank, ganz lieb von Ihnen. Aber ich bin mir da nicht wirklich sicher, ob ich das will. Ja, Herr Zetsche. Haben Sie mal einen Augenblick? Ach, Herr Kiegelmeier, entschuldigen Sie, ich habe Sie gar nicht erkannt. Was machen Sie denn noch hier? Naja, wir mussten ja noch unseren Controlling-Bericht abschließen. Ich glaube, wir sollten uns mal unterhalten. Wir haben da ein paar Unschuldige. Ja, aber das ist zeitlich gesehen wirklich gerade ganz schlecht. Machen Sie doch einen Termin bei meiner Assistentin, ja? Okay, wie Sie meinen. Ich glaube nur, dass es gut wäre. Wir machen das in aller Ruhe. Ja? Vielen Dank. Entschuldigen Sie. Da deutet sich schon an, das Ding ist nicht wasserdicht. Also die Analogien zum BER, da kommen wir später noch dazu und die entwickeln sich auch erst noch. Das ist ein Film, der ist Startnext finanziert, also Crowdfunding. Und es ist ein Abschlussfilm von einer Filmhochschule, wo man ja schon weitgehend selbstständig gucken muss, wie man es stemmt. Wie oft habt ihr denn gedacht, euch fliegt das Ding um die Ohren? Es ist witzig, dass du das ansprichst, weil wir diesen Moment ganz oft hatten, dass wir gemerkt haben, wir machen gerade einen Film über das Scheitern von einem Großbauprojekt und uns ganz oft selber in dieser Situation wiedergefunden haben, dass wir versuchten, ein Prestigeprojekt zu erzählen, aber da ganz viele Stolpersteine auf dem Weg sind und wir jeden Moment denken, okay, Corona kam dazwischen, wir hatten kaum Geld und auch immer dachten, fliegt uns das Ding um die Ohren, schaffen wir das überhaupt? Aber ja, letzten Endes hat doch alles ganz gut funktioniert. Wie seid ihr in dieses Gebäude da gekommen? Also man weiß ja nie so richtig, was ist das überhaupt für ein Projekt? Das wird ja nie so wirklich gesagt. Also, oder ich habe es verpasst. Nee, es wird nicht gesagt. Das soll nämlich, ja, es steht nämlich für alle möglichen. Also ne, du hast ja auch BER zum Beispiel angesprochen. Es gibt ja, ich glaube, jede Stadt hat sein eigenes. In Köln gibt es eine Oper, die immer noch nicht fertig ist und wo niemand weiß, wie man das Licht ausmacht zum Beispiel. Und das Gebäude, das war ein großes Glück, weil es natürlich schwierig ist,
sowas zu erzählen, vor allem mit studentischen Mitteln, weil man musste ja trotzdem diese Welt irgendwie glaubhaft erzählen, wenn man es realistisch filmisch erzählen möchte. Und das ist tatsächlich eine Berufsschule, also das erzbischöfliche Berufskolleg, angenommen an dieser Stelle. Und, die Kirche hat es. Die Kirche hat Kohle, man sieht es. Ja, ja. Genau, und da konnten wir in den Herbstferien drehen. Das war mit ein bisschen Überzeugungsarbeit möglich. Das ist echt gut gelungen und das hat ja auch einen unheimlich tollen Look. Also das sieht ja erstmal aus wie so Bad Banks, ne? Also in diesem tollen, geschniegelten Ambiente und dann geht so eins nach dem anderen, geht dann schief. Habt ihr diesen Look, war euch das immer klar, dass ihr sowas so haben wollt? Ja, also es war relativ früh klar. Also ich habe mit der Kamerafrau Martina De Lorenzo lange überlegt, wie erzählen wir das bildlich und da war für mich eigentlich von Anfang an bei diesem Film klar, dass wir das so ganz steril erzählen wollen und ich habe immer so gedacht, die Kamera ist eigentlich Teil des Gebäudes. Also es gab ganz klare Regeln, die Kamera bewegt sich nur, wenn sich Figuren bewegen, die hört auf, sich zu bewegen, wenn Figuren bewegen. Und wir haben versucht, der Kamera so viel wie möglich Menschliches wegzunehmen. Auch um, es ist ein bisschen Geschmack, aber ich glaube auch, um die Komik ein bisschen zu erhöhen, weil dadurch hat man auch einen anderen Blick drauf. Es ist nicht so eine emotionale Kamera. So. Und dieses Menschliche, das tropfelt ja auch in die Menschen da erst so langsam ein. Aber komisch ist wirklich das Stichwort. Ich finde den Film saukomisch. Also, freut mich. Und um das mal ein bisschen zu demonstrieren, zeigen wir gleich nochmal einen Ausschnitt. Und da merkt man schon, das Ding ist mehr als nur nicht wasserdicht. Ja gut, und ich habe jetzt alle Modelle aus der zweiten und dritten Planungsphase. Da hätten wir noch mal einen ganz detaillierten Überblick über die komplette Steuerungsmatrix und alle Kabeltrassen. Sehr gut, dann trommeln Sie bitte das ganze Team zusammen, ja? Herr Zetschim, gut, dass ich Sie treffe. Ah, Frau Majowski, guten Morgen. Sagen Sie, haben Sie meine Mail schon gelesen? Ihre Abteilung hatte sich noch gar nicht zu dem Ablauf für die Eröffnungsfeier geäußert. Ach so, ja, 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 wir hatten wahnsinnig viel zu tun, aber... Gibt's denn ein Problem? Ja, nein. Also nichts, über was Sie sich Sorgen machen müssten. Gut, bin ich beruhigt. Wollen Sie auch nach oben? Ja. Haben Sie schon gedrückt? Gedrückt? Nein. Ach so, ja, ja, klar. Einen Moment. Ja, aber vielleicht wäre es besser, wenn Sie die Treppe benutzen. Wie bitte? Alles gut. Auch in die 5? Ja, genau. Allein die Blicke. Herrlich. Der Schauspieler ist ja, der trägt das Ding ja wirklich, Cornelius Schwalm. Wie hat der den gekriegt oder war dir schon klar, was du da so haben willst, wen du da so haben wollt? Also wir haben schon lange nach einem Typ überlegt und bei Cornelius ist das Interessante, dass er eigentlich das privat gar nicht ist. Also so, ich war mit Schauspielern im Gespräch, die sehr dem Typ, den ich im Kopf hatte, entsprechen und Cornelius ist... er ist halt so eine coole Socke und man kann ihn den gar nicht in so einem, als so steifen Bauleiter vorstellen. Aber er ist ein sehr, sehr guter Schauspieler, deswegen kriegt er das natürlich super hin. Und ja, ich habe mich vor allem für ihn entschieden, weil ich finde, er kann manchmal so ganz so natürlich spielen und bewahrt sich immer so eine Freiheit im Spielen. Und das fand ich irgendwie interessant. Ich wollte jemanden, der da noch was dazu gibt einfach. Es ist ja immer so die Frage, also wenn ich anfange und sage, ah ja, ich gucke jetzt schon mal die ersten Ofels-Filme, da kommen immer alle und sagen, ist denn was Lustiges dabei? Und dann, das ist auch die Frage, die Svenja und Olli immer beantworten müssen, ist denn auch was Lustiges dabei? Und dann sagen die, ja, nee, ja, also die Komik ist dünn gesät, aber auch vielleicht, das ist dann immer so die Argumentation, weil es besonders schwierig ist, Komik zu inszenieren im Film. Habt ihr das auch so empfunden oder wie habt ihr es gemacht? Also ich glaube, von Grund auf, Komödien basieren ja immer auf einer Dramatik und sind als Drama aufgebaut. Und so sind wir auch erstmal daran gegangen, dass wir das als Drama uns die Geschichte erarbeitet haben und aufgebaut haben. Und am Ende kam dann dieser Schliff, dieses Komödiantische rein, beziehungsweise eigentlich liegt im Grunde dieser Geschichte, die ist so dramatisch, tragisch,
dass man es schon oft zum Lachen findet und gar nicht mehr ernst nehmen kann. Also wenn man sich den BER beispielsweise anguckt, was da alles schiefgelaufen ist, wie die gleichen Probleme immer fortbestehen und nur die jeweiligen Personen ausgetauscht werden, dann wird einem schon bewusst, dass man das Ganze gar nicht ernst nehmen kann. Und um diese Tragik irgendwie zu erzählen, da eignet sich eigentlich nur eine Komödie. Und dieser Satz, den du meinst, mit das ist sozusagen das Schwierigste, das habe ich in der Filmschule immer gehört und ich habe es nie geglaubt. Und dann war ich ja beim Schnitt und habe den ersten Rohschnitt gesehen und dachte, jetzt checke ich es, weil es hat nichts funktioniert. Und wenn du eine Komödie machst, die nicht witzig ist, dann hat man gar nichts mehr. Also weil ein Drama, was nicht ganz dramatisch ist, das funktioniert als Geschichte, aber da habe ich gemerkt, da hatte schon eine Gefahr. Aber da habe ich dann auch gelernt, man kann viel schneiden. Vor allem also, in der Komödie. So. Also es ist ja eine Timing-Frage. Ne? Aber das da zum Beispiel, das war ja jetzt nicht groß geschnitten. Gut, also der Gegenschnitt zu ihr, aber wie die beiden da stehen, wie die beiden sich angucken und so, das ist ja... Ja, wobei das ist auch die Illusion des Films, würde ich sagen, weil das ist so gebastelt. Also ich würde sagen auch, da stehen ja, wir haben ja gerade gesehen, der Bauleiter und seine Assistentin Anne-Kathrin Bach so nebeneinander. Und es ist selten, dass das der gleiche Take ist, wenn die da nebeneinander stehen. Ja, das stimmt. Also es ist alles gebastelt irgendwie. Hier hat es trotzdem gut funktioniert. Ja, aber ich meine, man muss es ja auch merken. Ne? Also wenn man jetzt im Schnitt sitzt und denkt, oh, das funktioniert schon so, dann funktioniert es vielleicht nachher nicht. Und, ja. Tim Egner, unser Editor, ist eine richtige Bastelmaschine. Also. Okay. Aber der Film kippt ja dann ins Bitterböse. Wir wollen nicht viel verraten darüber, aber das wird ja dann so eine richtige Keule, wo man sich echt denkt, oh! Okay, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Also unbedingt gucken. Da fragt man sich aber im Nachhinein so, worum geht es jetzt in dem Film? Geht es jetzt um Vertuschung? Geht es darum, darzustellen, wie so der menschliche Verdrängungsmechanismus arbeitet? Geht es um Kritik am Fusch am Bau? Du hast selber gesagt, es gibt so viele Großprojekte, die so laufen, an öffentlicher Hand, an Verschwendung von Steuergeldern. Oder ist es am Ende vielleicht doch noch so eine, ohne zu viel zu verraten, so eine feministische Anklage? Mitunter vielleicht, ja. Ich glaube, der Aufhänger sind auf jeden Fall die scheiternden Großbauprojekte. Und dass man sagt, es kann doch nicht sein, dass da so viel Geld reinfließt und diese Projekte ewig laufen, die Eröffnungstermine ewig verschoben werden und das aus Steuergeldern hauptsächlich finanziert wird. Und ich glaube, dadurch, dass man, wie wir schon eben gesagt haben, dass es in jeder Stadt eigentlich fast so ein Bauprojekt gibt, dass wir uns dem einfach mal annähern wollten und verstehen wollten, wie das so zustande kommt. Und das sind tatsächlich sehr viele Mechanismen. Aber so wie auch dieses Ende hier, wie wir das gestaltet haben, so sieht man auch da, am Ende sind es Politiker oder Leute, die ihren Prestige bewahren möchten und die deswegen Entscheidungen treffen, die dem Projekt im Wege stehen. Und ich glaube, das ist so der Urinstinkt von uns oder dieser Ursprung, den wir erzählen wollten. Und darum reihen sich dann noch ganz viele andere Sachen, die die Sache bestärken. Das ist ja ziemlich vielschichtig. Hattet ihr am Anfang vielleicht auch noch mehr vor, auch vielleicht sogar mehr gedreht? Es war was ganz anderes geplant, ehrlich gesagt. Also wir hatten einen Film geschrieben, wo es eine Familiengeschichte gibt um diesen Bauleiter. Also es waren viel privat, man erfährt ja jetzt ja gar nichts mehr über sein Privatleben. Und irgendwann je mehr, weil zu verstehen, was bei diesen Bauskandalen passiert ist, es ist so kompliziert, bis man daraus eine Aussage treffen kann. Und deswegen hat es so lange bei uns gedauert und irgendwann habe ich das Drehbuch gelesen und gemerkt, das ist gar nicht das, was ich eigentlich sagen möchte. Und am Ende haben wir dann diese ganze Familienstory rausgeschmissen und gemerkt, eigentlich ist es ein Film, es geht um Machtstrukturen und es geht vor allem um Machterhalt. Also ich glaube, das ist sozusagen auch dieses Ende, was du ansprichst, wo man auch so denkt, wo kommt denn das jetzt her? Weil es kommt natürlich ein bisschen aus der Kalten. Und wir haben uns eigentlich gesagt, wir wollen das, was wir gelernt haben, wie diese Skandale, politischen Skandale funktionieren, gucken, dass wir einen Moment daraus nehmen, und zwar, glaube ich, einen wichtigen, und daraus einen Film drumherum bauen. Und deswegen ist es fast sogar vom Ende gedacht. Dann. Ja. Also ich finde, es funktioniert ganz wunderbar und drücke euch alle Daumen und viel Spaß beim Präsentieren dieses Films Zeitpunkt X. Und schön, dass ihr da wart. Vielen Dank. Die Einladung. Ich muss noch mal sagen, ich glaube, ich habe gar nicht erwähnt, dass Simon Schneider hat Regie gemacht und du hast produziert, Franziska Wieden. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, Karl, du hast ja auch mal zwei Gäste. Das hast du gut gesehen, für den letzten Talk. Man sagt ja so gemeinhin über den Filmpreis, Max-Ophüls-Preis, dass es der deutschsprachige Nachwuchs ist. Das heißt aber noch lange nicht, dass andere Sprachen
ausgeschlossen sind oder dass auch Stoffe aus einem anderen Kulturraum ausgeschlossen sind. Und das ist auch gut so, das bereichert dieses Festival ungemein. Und wir reden jetzt über den Film Return von Chias Al-Mitawi und Sebastian Herbst, dem Produzenten und Regie. Ihr habt den Film Return gemacht über einen syrischen Soldaten, Hussam, der im Heimaturlaub ist, also von der Front eben nach Hause gekehrt ist, zu seiner Mutter sitzt bei ihr am Küchentisch und zweifelt über das, was er da tut. Das ist sicherlich ein Konflikt, den du da erzählst, den wahrscheinlich viele syrische Familien mit sich ausmachen müssen. In deinem Fall war es aber tatsächlich so, dass es für dich einen ganz realen Anknüpfungspunkt gab, der dich veranlasst hat, diese Geschichte zu schreiben und dann eben auch zu inszenieren, ne? Ja, danke, dass ich hier sein darf zuerst. Gerne. Und ich bin sehr happy natürlich. Und ja, es hat so viele persönliche Elemente, die Geschichte. Aber wie jeder Filmmacher, ich versuche allgemeine Fragen zu stellen, weil ich finde es langweilig, wenn man auch zu real bleibt. Ich meine, das ist ich glaube, nicht interessant, persönliche Geschichte zu erzählen, wenn die nicht allgemeine Fragen stellen. So. Und ich habe versucht, beim Drehbuchphase und auch beim Drehen das zu bleiben, dass das Thema richtig nicht nur syrische Thema bleibt, auch allgemein auch universelles Thema. So, ich glaube, hat auch so viel zu tun mit der deutschen Geschichte und auch viele andere Länder, auch wenn wir über Krieg generell reden oder Bürgerkrieg auch. Also über die Situation, gerade in diesem speziellen Fall, aber die Allgemeingültigkeit, dass wenn Menschen gegen das eigene Volk letztlich kämpfen, also über diesen Konflikt. Und Hussam fremdelt ja mit dieser Situation. Wir gucken uns mal einen Ausschnitt an, wo Hussam mit seiner Mutter bespricht, wie er aus diesem Szenario von der Front aussteigen könnte. Ist jetzt في عساك رام تكسر ايديها ورجليها قصدا لحتى تروح على البيت اسمع هالحكي شلون يعني عم يكسروا ايديها ورجليها باي شيء في الف طريقه وطريقه يعني مثلا شوف هاي ماكينه الكبه انا اذا حطيت ايدي هيك ها وضغطت بهذا الشكل هيك بتنكسر وبروح على البيت شايف شلون خلاص 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 فلتها 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 خلاص امي فلتها هدول لازم يعدمون مو يعالجون في ناس كتير بتخدم بالجيش هذا الجيش نفسه اللي عم يخدموا فيه محاصر ضيعهم وعم يقصف اهاليهم Das finde ich eine der eindrücklichsten Szenen aus diesem Film auch, weil sie uns letztlich ja viel mehr über die Mutter erzählt, was sie für ein schwieriges Verhältnis oder ein schwieriges Verständnis ihres Sohns hatte. Was war dir bei der Figur wichtig? Ich glaube, ich habe versucht zu erzählen, kompliziert wie möglich, weil Situationen sind nicht so leicht, wie man denkt, es ist nicht dann böse und gute Menschen und so. Weil sie ist auch, wenn sie versucht, nicht zu verstehen, was ihr Sohn versucht zu sagen, sie ist ein Opfer auch, ein Opfer von dieser Ideologie, sie ist Opfer von dieser Diktatur. So sie schützt sich durch diese, immer, lass uns den Fernseher gucken, lass uns die Medien gucken. Sie versucht zu fliehen von die richtigen Emotionen. Sie versucht zu fliehen, richtig ihren Sohn zu verstehen. Und das finde ich ein bisschen, ich meine, schmerzhaft. Ich versuchte das auch so auszudrücken, dass sie ist richtig ein Opfer. Sebastian, du hast den Film produziert. An welchem Punkt bist du ins Projekt reingekommen oder wo war für dich klar, das machen wir auf jeden Fall? Also ich bin schon recht lang dabei. Wir haben uns quasi in der ersten Woche unseres Studiums an der Filmuniversität kennengelernt und Rias kam eigentlich gleich auf mich zu und meinte, ich habe da so eine Idee, ich habe da einen Film, ich habe ein Theaterstück schon geschrieben und das behandelt eben Themen aus dem Krieg in Syrien, aber eben auch Themen zum
Familie und zum Zusammenleben und zur Verständigung innerhalb der Familie. Und wir haben dann einen kleinen Übungsfilm zusammengedreht und da eigentlich gleich gemerkt, okay, wir wollen auf jeden Fall weiterarbeiten, weil das wunderbar funktioniert, weil wir ein ähnliches Verständnis davon haben, wie wir erzählen möchten, weil ich oder wir auch, mein anderer Produzent auch zusammen, die Perspektive total spannend findet und die, was Rias mitbringt an Feingefühl eben auch für Figuren. Rias, du hast in Damaskus Theaterwissenschaften studiert. Das merkt man auch vielleicht, oder meine ich zu sehen, in diesem Inszenierungsstil. Das hat ja dieses Kammerspielartige. Gibt es auch ein Theaterstück davon oder wäre es auch als Theaterstück gegangen oder warum war es dir wichtig, einen Film draus zu machen, um mal so zu fragen? Ja, ich bin ein Theaterautor eigentlich und ich habe das Theaterstück geschrieben 2015. Es wurde aufgeführt am Royal Court Theatre in London. Und ich dachte mir, wenn ich zu Kino gehe, ich würde auch probieren, von meinem Theaterstück etwas zu inszenieren. Und ich mag Dialoge zu schreiben, ich mag Subtext und ich mag diese Drama zu erzählen in dieser Kammerspielart, weil ich glaube, da kann man richtig so viel erzählen auf emotionaler Ebene und bleibt auch minimal gleichzeitig auch vielschichtig. Und das ist genau, was ich versuche, auch an Style aufzubauen damit. Ja. Es ist ja letztlich ein Film, der mit deiner persönlichen Geschichte doch auch was zu tun hat. Bis wann warst du in Syrien? Wann bist du geflohen? Ich bin geflohen um 2012, am Ende 2012, ja. Weil du hast gesagt, du glaubst, dass du jetzt mit ein bisschen Abstand eine reifere, eine nüchternere Haltung hast, um auf deine Heimat zu gucken, auch als Künstler. Und warum ist das wichtig, quasi diesen den Abstand, das verstehe ich ja noch, aber quasi diese Nüchternheit oder dieses Unemotionale zu haben, braucht man nicht umgekehrt eigentlich gerade die Emotion, um so eine Geschichte zu erzählen? Ja, sehr gute Frage eigentlich. Aber ich glaube, so, besonders die syrische Geschichte oder der syrische Krieg wird so viel verfilmt. Und meistens die Syrer aussehen als Opfer oder auch das. Und ich meine, das ist nicht da, ich bin nicht dagegen, aber normalerweise unsere Geschichte bedeutet Mitleid oder alle diese emotionalen Ebenen, die ich glaube. Für mich persönlich interessiere mich an Sozialkritik, zu verstehen, warum alles das passiert. Und ich glaube nicht, dass wir sind Opfer. Ich glaube, wir sind richtig Menschen, die auch Verantwortung haben für alles, was in unserem Land passiert. Und ich versuche eigentlich zu analysieren und zu verstehen, woran liegt das in unsere Sozialstrukturen und so. Und ich glaube, das ist auch meine Aufgabe als Autor und als Regisseur, genau diese Punkte zu erzählen. Dem ist, glaube ich, fast nichts mehr hinzuzufügen. Vielleicht noch eine letzte Frage, weil warum habt ihr dieses Format hat mich ein bisschen irritiert tatsächlich. Zuerst, also ich meine, 4:3 sieht man häufiger. Das ist ein neuer Stil, aber warum war euch das wichtig, das hier in dieses 4:3 Format zu packen? Was es irgendwie so in dem Moment irgendwie das Bild abschneidet. Das war so mein Gefühl. Also wir haben da lange drüber diskutiert, waren aber letzten Endes der Meinung, dass die beiden ja so auch so ein bisschen, dass dieser Raum auch was Klaustrophobisches haben soll, dass die da miteinander gefangen sind, auch auf eine Art und Weise. Beide wollen irgendwie vor dieser Situation entfliehen und können das nicht, halt auch nicht nach links und rechts wortwörtlich. Und genau dieses beengte Gefühl, was beide auf ihre Art und Weise haben, drückt halt für uns dieses Format auch gut aus. Wir nehmen jetzt mal nicht vorweg, wie ihr den Film noch enger zuspitzt und wie die Räume noch kleiner werden. Das finde ich sehr eindrucksvoll, aber das schauen Sie sich am besten lieber selbst an. Ein Film, der zwar aus Syrien kommt, aber der durchaus universellen Charakter hat und für viele Gesellschaften besonders wichtig ist, auch für unsere. Wir sind deswegen sehr froh, dass er hier im Wettbewerb ist. Return von Rias Al-Mitawi und Sebastian Herbst. Danke euch, dass ihr hier wart. Das war nämlich jetzt für heute schon wieder der Festivalfunk, aber wir lassen ihn, glaube ich, noch gemeinsam ausklingen, wie wir das eigentlich immer machen. Also dazu seid ihr auch noch herzlich eingeladen. Ja. Wie wär's mit einem schönen Cremant? Was saarländisch ist. Also ein Schaumwein aus der Region oder aus Frankreich, ist gar nicht aus der Region. Großregion. Was ihr wollt.
Bier? Ich nehme es weg. Sekt? Ja. Ja. Jawohl. Auch gern. Sehr gut. Gerne. Spring ich mal eben rüber. Simin macht das quasi professionell. Ja, ich glaube, ja. Sie hat sich da ihren Platz gesichert. Ne? Also, ja. Was gibt's denn morgen? Mir kommt hier keiner mehr hinter die Bar. Das ist jetzt mein Ort. Sehr gut. Ja, ich habe mich da auch nicht mit Ruhm bekleckert. Weder mit Ruhm noch mit Rum. Oh Gott, wir sind an Tag 4 angekommen und die Wortwitze sind so mies wie letztes Jahr. So muss es ja sein. Fliegen immer in einer Woche hast du deine Preisverleihung. Ja, genau. Ja, und aber letztes Jahr hatten wir nur 5 Tage, aber dieses Jahr haben wir. Aber komm, wir haben Filmemacher hier. Auf euch heben wir mal das Glas. Schön, dass ihr hier seid. Letztes Jahr waren wir hier alleine ohne Filmemacher. Toll, dass ihr da seid. Zum Wohle. Zum Wohl. Zum Wohl. Prost. Jawohl. Prost. Prost. Wir haben gerade auch davon gehabt, euer Film 4:3, die Bar ist im Grunde auch 4:3, oder? So im weitesten Sinne könnte man sagen, ne? So vom Format her. Ich gehe auf diesen Witz gar nicht. Ach. Ich gebe zu, dass ich ihn nicht verstanden habe. Aber reden wir dann danach. Den hat er gerade schon geübt, während ihr da den Talk hatte. Da hat er doch gesagt, 4:3, 4:3. Also Sonja hat ihn verstanden. Ich habe so gut so getan, als ob... Okay. Wir lachen einfach mit. Ah. Ja. Ich fühle mich nicht imstande, die Abmoderation zu machen. Wer möchte? Das gemeinsame Internet. Das Internetfernsehen brilliert wieder in was auch immer. Liebesfunktion, merken Sie, welchem Druck ich hier ausgesetzt bin. Ja, wir mobben dich schon richtig, oder? Wir mobben ihn. Wow. Okay. Jetzt und jetzt haben wir auch. Das war der Mob-Festivalfunk für heute. Genau. Vielen Dank, dass Sie eingeschaltet haben. Mein Name ist Urs Spöri. Und auch Simin Sadeghi sagt Ihnen bis morgen um 19:30 Uhr. Viel Vergnügen und einen schönen Abend noch. Ja. Ciao. Ciao. Tschüss.